Radio Okitoki, Radio Okitoki, von Mensch zu Mensch. Ja, und ich sage einen wundervollen, schönen Abend. Guten Abend hier heute auf Okitalk. 20:01 haben wir es jetzt, 25. Juli 2019. Herzlich willkommen im interaktiven Redesprachportal von Okitalk. Ja, erstmal Dankeschön an Raphael aus Wien für die vorige englischsprachige Sendung. Und heute Abend haben wir ein ganz wichtiges Thema. Ich finde, das gehört sogar zu den mitwichtigsten Themen in der heutigen Zeit. Da geht es um das Plastik. Und heute ist der Verein Plastic Planet Austria bei uns. Und die Stella Wittmann ist bei uns. Sie sitzt neben mir. Und ja, ihr dürft natürlich anrufen hier interaktiv mit der österreichischen Festnetztelefonnummer, die ihr unter der Rubrik Sendungen auch wiederfindet. Sie lautet 0043 für Österreich 720518819 und die 7. Auch der Außenchat ist geöffnet für euch oder kommt direkt hier auf den Okitalk Redesurfer unter der Rubrik Okitalk Download. Seid ihr dann hier auch richtig live interaktiv mit eurer Stimme dann bei uns. Ja, heute Stella Wittmann, Verein Plastic Planet Austria. Nachdem der Film Plastic Planet 2009 von Werner Bothe wurden wir, Stella Wittmann und ich, in Sachen Plastik wachgerüttelt. Zuerst jeder für sich und dann gemeinsam 2013. 2014 waren wir in Brüssel beim EU-Umweltminister. Dann besuchten wir die österreichischen Politiker aller Parteien. Ich habe ein 3 Tage Schulprojekt erfunden, das auf der Seite des Unterrichtsministers als Vorschlag für alle österreichischen Schulen angeboten wird. Da werden wir gleich sicherlich drauf eingehen. 2018 haben wir den Verein gegründet. Wir machen viele Donauinsel-Cleanings, Hanfwäscheleinen auf der Maria-Hilfer-Straße mit Polyesterverkleidung aufmerksam. Mit Polyesterkleidung. Aufmerksam machen wir auch auf Mikroplastik. Eines der wichtigsten Themen ist das Mikroplastik, auch gesundheitlich so gesehen. Und dann heißt es World Cleaning Day, der 21. September, Kick-off am September in Favoriten und Simmering für einen plastikfreien Bezirk. Und wer mehr von Stella Wittmann erfahren möchte, kann sich einmal, darf ich die Telefonnummer bekannt geben? Ja. Ja, also da heißt es dann Telefonnummer 0043 für Österreich, dann 650451 3406. Liebe Stella, habt ihr denn auch eine Homepage, dass ich mal dich sofort frage? Also derzeit noch nicht, nur über Facebook haben wir eine Facebook-Seite, auf Twitter und Instagram. Jetzt habt ihr schon die Stella gehört und erstmal wunderbar, dass sie heute neben mir ist. Und Stella, ja, ich sehe schon, ihr wart in Brüssel gewesen, im EU-Parlament. Ja. Und bevor wir da jetzt in die Tiefe reingehen, möchte ich dich erstmal hier begrüßen. Und wer bist du, was tust du, was machst du? Grob haben wir jetzt schon was gehört. Warum bist du zu diesem Thema gekommen überhaupt? Und was hat dir den Antrieb gegeben, dass ich sage, jetzt muss ich mich für dieses wichtige Thema Plastic Planet, also Free Planet, Plastic Free, so sage ich es jetzt mal, einsetzen? Ich habe ja genug Antworten, ich verstehe dein Thema eh. Aber es ist einfach mal schön von dir zu hören, warum dich das so angetriggert hat. Ja, also zuerst einmal grüße ich alle, die da draußen sind im Internet. World Wide Web. Ja, World Wide Web. Und ja, also möchte ich schildern, wie das zustande gekommen ist. Also ich bin ja gemischt mit Kroatien. Das heißt, ich war recht oft am Meer als Kind und weiß eben so, wie es Meer ausschaut. Und mein Cousin hat auf einer Insel ein Haus. Und da gibt es aber eben, wie gesagt, also keine Infrastruktur, da muss man sich auch das Wasser selber hinbringen und natürlich auch den Müll wieder nach Hause nehmen, sprich auf die andere Insel. Und dort damals habe ich eben vor 20 Jahren gesehen, wie dort immer Plastik angespült wurde. Ja? Also da war die ganze Seite von der Windseite her immer alles voller Plastik. Ja? Und damals wusste ich aber nicht, dass Plastik so schädlich ist. Ja? Und habe mir nur gedacht, naja, schöne Schweindel, nicht? Und wir haben aber dann nicht auf diesen Plastikmüll spazieren gehen wollen und haben damals also diesen Plastikmüll gesammelt und da gibt es doch diese Schafstränken und dort haben wir das dann reingeworfen
eigentlich so, wie es die Inder machen, weil die haben ja auch keine Müllverbrennung und haben das ganz einfach angezündet, was natürlich vollkommen falsch ist, aber was machst du mit dem Plastik, ja? Und so haben wir das eigentlich falsch gemacht und das ist dann in die Luft gegangen, war gasförmig und dann kommt es ja dann wieder so auf die Blumen und durch dieses Mikroplastik und dann kommt so durch die Bienen wieder in den Honig. Aber damals wusste ich das ja nicht, ja? Und so machen es die ganzen Länder, die keine ordentliche Müllverarbeitung haben, machen das so mittels Verbrennen, weil sie ja nicht wissen, wohin mit dem Dreck. Ja? So, und dann, was mich dann der Sprung jetzt dann eben, also 20 Jahre später, also bis 2009, wo ich diese Dokumentation von Werner Botte gesehen habe, Plastic Planet, habe ich eben den Film gesehen. Und ja, das war dann eben dieses Umdenken zuerst schockiert, ja. Und dann habe ich mir gedacht, also ich muss etwas tun, das geht so nicht weiter, ja. Deprimiert natürlich war ich auch, ja, weil ich bin im Supermarkt gegangen und ich habe mir gedacht, ja, also, was mache ich jetzt, ja. Also da ist ja nur noch mehr Plastik, ja. Und da habe ich dann Gott sei Dank im Internet gefunden, im Facebook, die Seite Plastic Planet vom Werner Botte eben, vom Regisseur. Und da habe ich dann meine Freundin aus der Steiermark gefunden, weil die hat auch immer recht viel gepostet. Und das ist auch diejenige, die heute den kleinen Text verfasst hat. Und den Text heute verfasst hat und mit der ich auch zusammenarbeite. Also zuerst bin ich eben alleine zu Politiker gegangen. Nämlich ich habe mir gedacht, ich gehe ganz einfach beim Nationalfeiertag 2012 zum Werner Faymann, weil dort die Leute ja empfangen werden müssen, ja, weil sonst kriegt man ja keinen Termin. Und am Nationalfeiertag müssen sie dich ja anhören. Und so hat das eigentlich begonnen. Und die anderen Termine habe ich dann immer mit meiner Freundin aus der Steiermark wahrgenommen. Und so hat sich eine sehr gute Freundschaft entwickelt. Nur haben wir das dann eben ein paar Jahre so gemacht und haben dann bemerkt, dass es eigentlich nicht mehr weitergeht, weil wir zu zweit das nicht schaffen und haben eben versucht, einen Verein zu gründen und da haben wir circa ein Jahr gesucht, bis wir mal Leute gefunden haben, die sich bereit erklären, mitzumachen und auf die man sich verlassen kann. Und so ist es dann eben 2018 im Februar dazu gekommen, dass wir den Verein Plastic Planet Austria gegründet haben, weil wir wollen eben den Zusatz immer so haben, dass eigentlich jedes Land sich selbstständig machen kann, zum Beispiel Plastic Planet Croatia, ja, oder Plastic Planet Argentina. Ja. Man kann das auf der ganzen Welt machen. Jeder kann etwas tun, ja. Und jeder kann sich selbstständig machen und etwas wirklich bewegen. Nur braucht man halt eben, wie gesagt, zuverlässige Leute. Jetzt muss ich mal schauen, ob das mit dem Sound her passt. Ja, das geht sich schon aus, weil wir ziemlich nah mit dem Mikrofon zusammen sind. Aber das passt schon. Ja, liebe Stella, ich frage mich immer, der Mensch hat ja schon heute verstanden, dass Plastik letztendlich in gewissen Teilen schon in Ordnung ist. Ich sage jetzt mal in der Autoindustrie, wenn man ein Auto verbaut. Aber man weiß auch, gerade in der Lebensmittelbranche, man sieht ja, den Plastikmüll kommt ja überwiegend aus den Lebensmittelbranchen. Darf man nochmal so festhalten, sei es Plastikflaschen, so sage ich jetzt mal, zumindest beobachtungsmäßig. Ja, in Indien sehe ich es auch auf den Straßen, Plastik wieder hier auch in den Gräben reingeschmissen, was die Leute aus dem Auto schmeißen. Ich bin ja der Meinung, dass Plastik gänzlich nichts zu suchen hat in der Lebensmittelbranche. Ja, ja. Und vor allem haben wir ja die Problematik mit dem Mikroplastik, was wir ja auch angesprochen haben, was man ja auch im Blut eines Menschen schon feststellen kann. Und im Darm. Bitte und dann? Im Darm. Im Darm, das geht in unserem Körper rein. Ja. Man hat auch festgestellt, Männer, wenn die einen großen Busen bekommen, Von den Hormonen her aus. Mhm. Und da frage ich mich immer, wo unsere Gesundheitsminister und Ministerinnen sind. Genau. Unsere Lebensmittelkontrolleure und das ist doch ein Schein, meine ich dahinter. Der Schutz der EU ist eigentlich nicht gegeben. Ja. Nein, ist es nicht. Ne? Mhm. Und alle haben studiert immer wieder und ich frage mich immer, wo ist die Verantwortung? Richtig, ja.
Wir haben vor gar nicht so ganz langer Zeit, das möchte ich noch erwähnen, einen Nutzhanfkongress in Kärnten gehabt. Mhm. Und da ging es auch um Plastikersatz. Und ganz tolle Lösungen haben wir ja heute schon, ganz viele. Wir haben heute zu Gast schon bei uns im Studio den Jenner und auch den Roman Reuter. Das ist von Krypto TV. Den wollen wir mal ganz kurz ein Hallo, denke ich, mitgeben und sagen mal einen guten Abend zu euch beiden. Ja, hallo euch und da draußen. Ja, hallo. Schön, dass ihr euch dieses tolle Thema, wichtige Thema heute gewidmet habt, und da bin ich wirklich auch sehr, sehr dankbar. Möchte ich gleich euch beiden mal direkt fragen, wie seht ihr denn das Thema Plastik, Jenne, Plastik? Und dann auch Roman. Wir sind gerade in der Einführung und der Verein ist 2008, war das? 18, aber ihr wart schon 2013 auch im EU-Parlament, oder wie war das? 2014 war das. Ja, und was verbindet ihr denn mit Plastik allgemein? Bin ich mal ganz gespannt. Wer mag von euch? Ja, Jenne, bitte. Ja, also das mit dem Plastik ist, empfinde ich sehr, sehr schlimm. Wir haben es überall drin, ne, in der Kleidung, im Essen, man bräuchte jetzt schon viel zu lange, um das alles aufzuzählen. Aber wir sind angefangen, das zu vermeiden. Beim Einkaufen sage ich schon immer, wenn irgendwie was mit Plastik ist und sowas, nee, brauchen wir nicht, ne, Plastik muss weg. Und ja, und so kann jeder sein Teil da jetzt mit beitragen, und ja, so sind wir damit angefangen, ja. Ja, danke dir. Roman, ja, bitte. Ja, wie der Jenny sagt, so gigantisch vielseitig. Es hat nicht nur mit Umweltverschmutzung in Wäldern und im Meere zu tun. Der Jenny hat schon gesagt, auch das Bisphenol A zerstört unsere Gesundheit, weil wir es auch schon in die Textilien mittragen. Wir produzieren Produkte, die ein vernunftbegabter Mensch eigentlich gar nicht kaufen würde. Also wo sind die vernunftbegabten Menschen eigentlich geblieben? Das muss ich mich schon fragen. Verbrechen ohne Ende. Ich habe mal zum Beispiel beim World Cleanup Day, mache ich das auch öfters mit, und da gehe ich in den Truppenübungsplatz und sammle dort die Übungspatronen ein. Und habe die dann zur Polizei gebracht, um einmal auch vielleicht das Militär zur Anzeige zu bringen, weil da sind kiloweise Patronen rumgelegen, die nicht mehr wegtragen, im Wald. Die sind aus Plastik, dann die Schießpulver, was da drinnen ist. Zumindest der Polizei hat das gar nicht interessiert. Die waren erst schockiert, dass ich da mit säckeweise Patronen antanzt bin. Hätte selbst fast Probleme gekriegt. Aber sie haben mich halt abgewimmelt. Und da fragt man sich einfach, wenn man die Lösung mit Hanf und das alles anderen Lösungen machen würden, würde man schon längst nicht mehr über CO2-Steuern reden, schon längst nicht mehr über Umweltschutz reden müssen, sondern wo sind endlich die vernunftbegabten Menschen? Ich bin so froh, dass wir heute dich da haben und tolle Lösungen finden werden. Ja, danke schön. Hast du schon ein paar Worte zu diesen beiden Herren? Was die jetzt gesagt haben zum Plastik, hat da mit Sicherheit noch mehr Inhalt, oder? Naja, dieses Bisphenol A, wie er gesagt hat, ist ja wirklich eine Katastrophe, weil auch heute habe ich das gesagt, ja. Also diese ganzen Sachen, die da eben, wie gesagt, produziert werden, das ist ja eigentlich ein Umweltverbrechen, ja. Und das gehört wirklich zum Europäischen Gerichtshof, weil es gibt ja auch gar kein Gesetz, wo du Umweltverbrechen bestrafst. Das gibt es nur in Kriegszeiten, aber in Friedenszeiten ist das egal, da kannst du machen, was du willst, ja. Und man kriegt da gar keine Strafzahlungen, nicht? Und also diese ganzen Firmen, die da wissentlich eigentlich Giftstoffe in solche Produkte reingeben, die sollten verurteilt werden und das wirklich schwerwiegend, ja? Weil das kann ja nicht sein, das ist ja, wie kann man zum Beispiel wissentlich Mikroplastik in Sachen reinmischen, also wie Zahnpasta, ja, wo man... Oder Reis, hat man gehört, ja, aus das, China kommt ja, ja. Nicht mehr der Reis, sondern Plastikreis. Oder? Ja, ja. Also wie das weiß ich nicht genau wie, ich habe es auch nur gehört. Also ich bin mir dann nicht ganz genau sicher, ob die das nicht wirklich tatsächlich reingeben, weil sie bestimmte Leute
weniger haben wollen, ja? Dass man das dann in den Reis reingibt, weil man wird ja unfruchtbar von dem Plastik, nicht? Und dass man faktisch auf humane Weise Leute ein bisschen reduziert, nicht? Weil bei uns in Europa isst man ja nicht so viel Reis, aber in anderen Ländern schon, nicht? Ja, da kann man jetzt ein paar Hypothesen aufstellen. Fakt ist, ich habe es gerade am Anfang gesagt, ich finde, Plastik hat gänzlich nichts in der Lebensmittelbranche zu suchen, weder in der Verpackung von Nahrungsmitteln, Lebensmitteln, gänzlich alles raus, ist meine Meinung. Wir haben genug andere gute Menschen, die was erfunden haben, vor allem auch wiederverwertbare Produkte, die, oder Produkte, die sich automatisch in unserem natürlichen Kreislauf wieder auflösen, wie Hanf zum Beispiel, oder man kann auch Mais nehmen für gewisse Dinge und vieles andere auch. Ich muss ehrlich sagen, ich bin mir da nicht so ganz sicher, vertraue eigentlich gar keinen Plastik mehr. Also wurscht, ob... Plastik brauche ich nicht mehr. Nein, ich sage nur, weil zum Beispiel haben sie ja jetzt rausgefunden, dieses Bambus, was ein Ersatz sein soll, das ist irgendwie verpickt, ja, und das war jetzt da in der Zeitung, dass da auch Formaldehyd drinnen ist und Melamin wiederum, ne? Und das ist aber eigentlich wieder als Lösungs... angegeben worden. Aber nicht? Nichts Gutes letztendlich, verstehe ich darunter. Ich bin jetzt nicht der Fachmann, dass ich hier jetzt Pro oder Contra geben kann. Ich kann nur sagen, wenn wir jetzt den Hanfkongress nochmal von dem lieben Alex König von Openo TV erwähnen, der ist auch bei uns im OKTalk-Archiv. Mhm. Es gibt auch auf seiner Seite die Filme dazu. Mhm. Leute, beschäftigt euch damit und wir werden sehen, dass es Produkte gibt, die wieder verwertbar sind oder beziehungsweise sich in den natürlichen Kreislaufen auflösen. Und darum geht es doch letztendlich, dass wir möglichst wenig Schaden in unsere Umwelt hinterlassen, denke ich zumindest. Natürlich. Und zum Beispiel Hanf ist ja eigentlich als Material, das kühlt, ist ein natürlicher Stoff. Und also ich hätte mir nicht gedacht, dass Hanf, wenn man anhat, dass der wirklich kühlender ist. Also Baumwolle, da schwitzt man und Hanf kühlt. Und ja, nicht nur das. Und es hält ewig lang. Und genau deswegen hat es ja damals die Geschichte des Hanf ja auch gegeben, wird auch dort bei dem Kongress auch nochmal erzählt. Ja, eine Jeanshose, ne, die kann man eigentlich gar nicht so zerstören. Das war ja eigentlich, die ersten Hosen waren ja eigentlich aus Hanf und ist dann... Oder auf der Seefahrt, die dicken Towers, die hat man nicht kaputt bekommen. Genau, das hat es alles Hanfseile gegeben. Das ist ja auch das, was ich auch nicht verstehe. Das habe ich schreibe auch immer auf Twitter. Da betwitter ich immer die oberen Politiker. Da habe ich mir so ein Blatt genommen und habe mir rausgeschaut, welcher Politiker ist für was zuständig. Und dann kann man dann wirklich diese Politiker dann antwittern. Und das ist eben auch immer ein Punkt, was ich nicht verstehe, wieso man da eigentlich so viel Kunstnetze macht, ja, wenn es eben Hanf gibt, ja. Also ich meine, das ist ja vollkommen sinnlos, ja. Ich meine, Hanf hat es immer gegeben, ja. Die Frage ist, was ist heute noch ein Hausverstand? Oder ist das nur ein Gierverstand? Ja, das stimmt, ja. Da müssen wir unterscheiden in der heutigen Welt, weil wir einen Kapitalismus haben, wir sind in einer Abhängigkeit, in ein Zinssystem gekommen. Ja. Und daher haben wir diese Situation, den Ist-Zustand. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir weiter in die Zukunft? Wenn wir in unsere Welt schauen, wird es Zeit, dass wir doch ein bisschen anders handeln, sonst gehen wir wirklich unter. Ja, das stimmt, ja. Liebe Stella, du hast da einiges vorbereitet. Was ist dein Verein? Stell doch einfach mal vor, was deine Hauptthemenpunkte auch sind. Und wir sind jetzt gut eingestiegen, finde ich. Und was ist deine Aufgabe in deinem Verein? Und wie geht ihr nach außen hin? Erzähl doch einfach mal etwas. Also die Sache ist so, wie meine Freundin Elisabeth Lederer aus der Steiermark und ich zusammengekommen sind, waren wir ja eben nur zwei Personen und deswegen haben wir uns hauptsächlich auf die Politiker konzentriert, um das abzukürzen, die Geschichte, ja, weil ich bin der Meinung, das gehört eben von oben herab geregelt, ja? Also von den Politikern und nicht von unten, weil es wird ja immer auf die Kunden umgewälzt und der Kunde ist schuld und der Kunde wirft weg und der Kunde kauft. Nein, die Konzerne produzieren, ja, die Konzerne machen uns ganz ein schlechtes Gewissen, die Konzerne haben alles also zerstört. Supermärkte haben die ganzen kleinen Märkte mit niedrigen Preisen kaputt gemacht. Ja? Und jetzt soll es heißen, ja, der Kunde hat die Wahl. Wie hat der Kunde die Wahl, wenn du nur noch mehr Plastikwasser zum Kaufen hast? Ja? Also du zum Beispiel bei uns am Hauptbahnhof, ja, gehe ich rein, ja, in den Supermarkt und sagen die mir, also ein riesiger Supermarkt, ja,
Und ich habe halt Fotos gemacht. Dann kommt einer, ja, irgendein Detektiv oder was das war, ne, zeigt mir da seinen Ausweis. Ne. Und ich habe gesagt, na, zeigen Sie mir Ihren Ausweis. Ne. Ich meine, er wollte meinen Ausweis, habe ich gesagt, zeigen Sie mir Ihren Ausweis. Warum soll ich ihm meinen Ausweis zeigen? Ich meine, was geht mich das an, was ich da mache? Ne. Habe ich gesagt, na, ich mache Fotos. Ne. Weil es heißt ja immer, die Plastikreduktion und so weiter nicht. Und dann sind die ganzen Gänge voller Plastikflaschen, ja, und nur eine oder zwei Produkte im Glas. Ja. Also wie kann der Kunde dann noch die freie Wahl haben? Weil leider haben nicht mehr so viele Leute viel Geld, ja, und natürlich greifen sie dann zu billigeren Produkten. Zum Beispiel bei Mineral wird, Marken kann ich Ihnen nennen, ja. Zum Beispiel, wir kaufen Waldquelle, ne, und das kostet 30 Cent und das wird zum Beispiel am Hauptbahnhof nicht angeboten. Ne? Und liebe Waldquelle, weil wir sie schon nennen, Fluorid bitte aus eurem Wasser nehmen, muss sofort reingegeben werden, es geht um unsere Gesundheit. Fluorid ist ein Gift, ein Nervengift, nicht gesund. Das ist drin, das wusste ich nicht. Ja, steht sogar drauf, ach so. Ist auch bei Bad Fürslauer. Okay. Ne? Und da hat der Joe Kreisel schon wieder drüber viel berichtet, hat auch auf seinem Auto das stehen. Es wird Zeit, dass wir das endlich verstehen und gesunde Zähne nicht wegen Fluorid, Leute, im Gegenteil. Ja, früher hat man das gemacht. Ne? Ja, man hat uns verblendet, so auch da. Ich bin aus dem medizinischen auch Bereich und weiß, wovon ich auch da rede. Mhm. Es gehört sich einfach nicht da rein. Und überall findet man nur das. Aber wir schweifen von einem Thema ins andere. Du warst jetzt beim Fotografieren. Ja. Und hat er dich dann nachher irgendwann mal herausbefördert oder hat er dann gesagt, ist okay, mein Recht hast du ja einerseits. Ja, wenn man der Konsument nur zwei Produkte hat mit Wasser, ich sehe das ja selbst, ich möchte meine Säfte kaufen. Ja. Aber beim Spar habe ich das Glück, dass ich einen schönen Apfelsaft kaufe, kann, der aber nur leider noch schon aus der Region kommt, aber leider nicht vielleicht unbedingt biologisch abbaubar ist, also biologisch hergestellt ist, nicht abbaubar, ist ein Quatsch. Ne? Und das wünsche ich mir ja auch, viel mehr auf Nahversorgung zu gehen. Und leider haben unsere Biobauernhöfen nur am Wochenende geöffnet, Samstag, ja, Sonntag, ja, und stimmt. Das ist auch schade. Ja. Ne? Also ausweichen kann man schon, aber nicht so, wie die Supermärkte das machen. Habe heute noch einmal gesagt, ich fordere Geschäftszeiten für die Großunternehmen, fixe und für Mittel- und Kleinunternehmen Freiwilligkeit. Ja, und dadurch würden wir den Mittelstand und die Kleinen wieder ein bisschen stärken. Und das sollte man an die Politiker gehen. Hallo Politik, wo ist der Hausverstand? Gibt es den noch da? Also das darf man ruhig mal hier als Fragezeichen, Ausrufezeichen hinterlassen. Dein Mikrofon. Und wie gesagt, da haben wir uns eben vorwiegend eben auf die Politiker bezogen, weil eben die Zeit drängt und wir nicht mehr so viel Zeit haben. Und dann sind wir eben, haben wir übers Internet, über Hat er dich denn irgendwann mal gebeten, aus dem Supermarkt herauszugehen oder hat sich das Gespräch normalisiert und mit dem Detektiv? Das wollte ich doch noch kurz wissen. Ja, also ich meine, ich habe den eigentlich negiert dann, ne? Weil mir war das egal, ja. Aber ja. Es ging gut aus. Ja, praktisch. Es ging gut aus. Also rausgeworfen hat er mich nicht. Super. Ne? Wurde ich aber schon bei. Also das war anfänglich. Es ist ja so, mich greifen die Leute jetzt nicht mehr so an wie am Anfang, weil anfänglich war immer so, die Leute haben immer geglaubt, ich greife sie persönlich an. Ja. Wurde dann auch irrsinnig oft im Facebook gesperrt, weil die Leute, wenn sie nicht wissen, von was man redet, greifen sie ganz einfach an. Ja. Das ist mir klar. Und also merke ich jetzt auch noch immer, wenn jemand von den Themen noch nichts weiß, ja, kommt da mal eine ablehnende Haltung. Ja. Und jetzt mittlerweile wissen die Leute die meisten Leute, von was geredet wird und habt eigentlich kaum mehr ablehnende Haltungen, nicht? Ja, weil die Menschen auch, denke ich, immer mehr wissen. Man sieht es ja auch manchmal schon in Medien, Wale kommen angespült, leider Gottes, mit viel Plastik drin. Ja. Ne? Oder auch schon hungrige Möwen oder was auch immer, Vögel. Es ist schlimm, es ist wirklich schlimm. Wale, ne? Die verwechseln oft das mit Plankton und verenden elendig. Mhm. Und es gibt ja Rieseninseln mittlerweile, riesengroße Flächen, Plastikplanet zeigt es ja auch. Ja. Von, was ist ein Wahnsinn, was wir Menschen da zulassen. Also bin manchmal wirklich da schockiert über dieses Ganze. Ja. Ja, und dann eben sind wir dann 2014 schon nach Brüssel gefahren, weil ich eben im Internet gefunden habe, so eine Petition. Und habe übers Internet wiederum
gesehen im Twitter, dass die Engländer die Petition den Umweltminister übergeben haben. Und da habe ich mir gedacht, naja, wenn die Engländer dorthin fahren, können wir das auch tun. Und das haben wir dann auch tatsächlich gemacht. Nur war es dann halt eben so, das ist ja eben schon 2014 und wie wir da damals, weil es ist ja nichts damals in den Medien gestanden, also nicht einmal Greenpeace war damals noch informiert, ja, oder die Grünen haben das auch nicht gewusst mit dem Mikroplastik. Und also habe ich dann während dem Sammeln von den Petitionen gegen das Plastiksackerl rausgefunden, eben über dieses Mikroplastik, ne? Und da haben wir schon 2014 eben das Mikroplastik angesprochen und dann sieht man jetzt eigentlich, wie lange das dauert, ja, bis die Politiker endlich etwas beschließen, ja. Aber das ist jetzt 2014 und dann ist dann 2020 und ich weiß jetzt nicht, jetzt reden Sie wieder von 2022, ja. Und ich meine, das Leben ist ja kurz. Es ist also ja offizielle Meldung sollte es ja, in Deutschland und Österreich sind ja noch Nachzügler, dass man das Plastik Einwegflaschen verbietet, in Österreich auch, 2020. Ich gehe schon in den Supermärkten, da sagen die Verkäuferin, das wird langsam Zeit, wir hoffen, dass das bald rauskommt. Zumindest hier bei uns in Neulenkbach im Sparmarkt habe ich diese positive Resonanz. Und wieso müssen wir in Deutschland, Österreich so lange warten, wenn dann der Frankreich hat das schon längst aus ihrem Regalen verbannt, die Einwegmaterialien. Genau, und auch in Brüssel habe ich auch gesehen, eben schon 2014 hatten die biologisch abbaubaren Sackerl, ja, während bei uns die ganze Zeit gesagt wird, dass irgendwas zu teuer ist, nicht möglich ist, die Arbeitsplätze verloren gehen, ja, aber es wird ja nie gerechnet, wie viel die Aufräumarbeiten kosten, ja, und wie mühevoll das ist. Ich war gerade heute wieder auf der Donauinsel im Wasser, ja, also da brauchst du eine mühevolle und auch gefährliche Arbeit, ja, weil man da zwischen den Steinen da sammelt, man kann sich verletzen, man weiß nicht, ist da ein Glas zwischen den Steinen oder auch eine Dose, ja, weil du ja eben nur oben das Plastik, was oben schwimmt, siehst, ja, und du nicht weißt, was zwischen den Steinen ist, habe ich heute aufgenommen, um das anderen Menschen zu ermöglichen, dass die das sehen, ja, weil die Leute wissen ja gar nicht, wie gefährlich das ist und was man da antut, ja, zum Beispiel mit einem Chickstummel, ja, ein Chickstummel macht 200 Liter Wasser kaputt, hat jetzt mittlerweile Mikroplastik drin und war ja früher aus Zellulose und jetzt, ich weiß nicht genau, wie das Material heißt, ja, aber auf jeden Fall irgendwas synthetisches. Da sind wir schon wieder beim richtigen Thema. Ne? Auch die Chick-Zigarette, ein Raucher ist gar nicht unbedingt das Rauchen selber gar nicht so schlimm. Nein, eine Naturzigarette ist ja ein guter Tabak. Wir gehen ganz kurz nur zu dem Thema über, das, was die Tabakindustrie dort reinmischt, das ist das Gefährliche. Richtig, ja. Und beim Mikroplastik möchte ich nochmal gerade an die Frauen, aber mittlerweile auch Männer appellieren, was für Kosmetika ihr habt oder Shampoos habt. Es ist überall Plastik drin. Mhm. Überall. Und sogar flüssiges. Ja, richtig. Also von flüssig, ja, das löst sich ja, dieses Mikroplastik auch auf. Nein, aber die tun das sogar verflüssigen. Ja. Wie das jetzt wieder heißt, weiß ich auch nicht das genau. Das kann ich auch nicht sagen. Weil man ist ja kein Chemiker. Das ärgert mich ja auch so. Ja. Also wir, als dann sagen sie immer, der Kunde ist mündig. Ja. Erstens mal A, ist das so klein geschrieben. Zweitens, ich meine, wer von uns ist Chemiker? Ja. Also da habe ich mich zuerst einmal, bis man das ausgesprochen hat, Polyethylen, ja, so, jetzt kommt dann Polypropylen, ja, der Plastikstöpsel von den Getränken ist Polypropylen, das ist zu 62% im Darm jedes Menschen gefunden worden, ja, und dann kommst du immer wieder auf neue Sachen und neue Sachen, ja, warum, ich meine, auf was hinauf, ja, wenn das geprüft ist, dann muss das für Leute sicher sein und nicht schädlich für die Umwelt. Warum muss ich als Endkunde einen Chemiekurs also vollziehen, dass ich da überhaupt verstehe, was da hinten drauf steht, nicht? Ja, sie wollen ja nicht, dass wir das verstehen, weil ja Geschäfte gemacht werden. Und da, denke ich, sollte man eine Aufsichtsbehörde, sage ich jetzt mal, haben, bevor was bewilligt wird. Was ist wirklich an diesem Produkt dran? Ist das Thema auch mit dem 5G-Netz? Das sind auch solche Themen. Man weiß, dass es nicht gut ist und man tut es einfach. Es gibt da viele, viele Ausweichthemen, die aber eigentlich nicht, eigentlich lassen wir wieder weg das Wort, die dazugehören. Sei es das Problem mit dem Plastik, die Müllberge, die Abholzung der Regenwälder, dann Fluorid in Zahnpastern, dann Aluminium, das wir alles drin haben. Das sind unendliche viele Themengebiete. Und da frage ich mich immer,
wieso wir Gesundheitsbehörden haben oder Prüfstellen. Genau, genau. Ne, die wissen das auch und da kann man nicht sagen, das wissen wir nicht, weil im Nachhinein stellt man das fest und man macht trotzdem weiter. Ne, und warum nur ein Land dann sagt, wir machen zu, dann müssen alle Länder sofort zumachen. Wenn wir schon eine EU darstellen wollen, dann sollte man das gemeinsam anpassen. Dann kommt immer dann die Ausrede vermutlich oder Aussage, ja, wir können auch nicht die Wirtschaft sofort einstampfen. Hm. Jedoch, die Wirtschaft ist dafür in die Aufgabe, dann die alternativen Produkte herzustellen. Mhm. Aber das wollen sie dann auch nicht. Ja, ne? Ja. Es ist doch irgendwo schizophren, kann man doch schon bald sagen. Ne? Einerseits, ja, ne, die Nebenwirkungen sind so arg und wieder der Reichtum im Vordergrund, so empfinde ich zumindest. Mhm. Gerade heute habe ich wieder gepostet, dass wir 2015 schon bei der Frau Sabine Oberhauser waren. Und eigentlich seit damals hat kein, weil es haben sich jetzt einige Gesundheitsminister gewechselt, und seit damals hat kein einziger, weder Gesundheits-, also eigentlich Ministerinnen, haben sich mit dem Thema da befasst oder uns also kontaktieren lassen, ja, kein einziger Termin. Ja, ich rufe da nochmal den Roman und auch den Jenne. Wir haben schon wieder einiges gesagt und vielleicht gibt es ja ein paar Worte von eurer Seite aus. Ja, also ich finde es echt klasse, dass die Stella das einmal anspricht, weil die Leute, die meisten Menschen wirklich immer sagen, wir sind mündig, wir müssen schauen, was wir kaufen. Und kaum sagt einer, so wie die Stella das sagt, dass die Politiker die Pflicht haben, uns Waren anzubieten, gesundes Essen anzubieten, weil wir sie gewählt haben dafür. Also haben wir das Recht, gesunde Sachen erwerben zu dürfen. Und wenn man dann, wie die Stella sagt, gar nichts mehr vorfinden, was eigentlich gut ist für uns. Ich habe gestern, wie wir über die Bauern gesprochen haben, ja auch schon erwähnt gehabt, dass mein ganzer Tag versaut ist. Ich tue mir so schwer, meinen Grant wieder zu beruhigen, wenn ich in den Supermarkt gehen muss, mir was da rauszuholen, weil ich einfach echt eine halbe Stunde brauche, um mir nur ein einziges Produkt auszusuchen. Das ist furchtbar, das ist eine grenzenlose Frechheit. Und dann das mit den Strafen, wie sie das auch gesagt hat, ja. Es ist ja so, gar nicht Strafen kann man ja nicht sagen, aber die Strafen, die Höhen, die festgelegt worden sind, sind für kleine Menschen, für uns zu hoch, sodass wir lebenslang eingesperrt werden. Aber wenn ein Konzern diese Verbrechen macht, ist es für den eine Bagatelle, das zu zahlen, ja. Und vor allem, die gängen ja viel lieber Gerichtsverhandlungen ein und zahlen die Leute so aus, als wie andere Firmen umbauen zu müssen, ja, und dafür das Geld auszugeben. Und da schützen die Politiker wiederum auch diese Großkonzerne, dass da nie ein Wandel kommen kann. Wir müssen, wenn wir schon in den scheiß Supermarkt gängen, das ganze Zeugs vor Ort, vor der Kasse zerbacken und unsere eigenen Dosen und so Sachen einpacken, den ganzen Müll dort lassen. Das ist so wie mit dem Geld abheben. Wenn jeder das Geld abhebt, darf das Bankensystem bloßgestellt werden. Aber wenn alle wirklich den Plastikmüll bei den Geschäften lassen, dann überlegt sich der Supermarkt, ob er das Geld zahlen muss für diese Müllentfernung. Danke, dass du das wirklich den Mut hast, das mal so anzusprechen. Und die Politiker, wie du sagst, die Grünen und so, Greenpeace, haben das nicht gewusst. Ich meine, Werner Altnickel ist zwar ein Deutscher, kein Österreicher, aber es gibt auch sicherlich in Österreich einige in den Grünen und so, die sehr wohl denen das sagen, was da falsch läuft, Bisphenol A und alles. Nur, sie wollen es nicht wissen, weil die Lobbyisten sind die, von denen sie das Geld kriegen. Was können wir da machen? Das ist halt die Frage. Weil, wie gesagt, wir können nur machen, das Verpackungszeugs bei den Kassas zu lassen. Aber was soll man denn noch kaufen? Ja, es ist ja zum Beispiel auch so, also eben wie gesagt, da war doch ein großer Unfall, ja, dass Mikroplastik vom Borealis in die Donau kam, ja, da ist ja überhaupt, also ich habe nie gehört, dass da irgendeine Geldstrafe, nicht einmal eine Geldstrafe bekommen haben, ja, und wir müssen dafür Gacki, ja, wenn der Hund hingackt, ja, ich weiß jetzt nicht, wie viel das ist, glaube ich 34 Euro, ja, und wenn du da, wenn dir ein paar Tonnen reinfallen da ins Wasser, ja, kriegst du gar keine Strafe, nicht, also das ist ja nicht normal. Was ich aufrufen wollte, was ist eigentlich eine relativ neue Aktion, was wir machen, das heißt Plastikattack.
Das heißt, man kann das eigentlich überall machen. Man braucht ja eigentlich nur zwei Personen. Wir haben das im Mai gemacht in der Steiermark, ja, aber früher schon ein paar Mal in Wien. Das heißt, man geht in den Supermarkt, ja, und kauft ein und dann eben diese Produkte, die man eben anders wie nicht bekommt, ja, aber doch gerne kaufen würde, da tut man dann eben das Plastik weg und lässt es dann im Supermarkt. Das heißt, der Supermarkt bezahlt für den Müll. Und wenn das alle Leute machen würden, würden die dieses Plastik nicht mehr erzeugen, weil sie ja für den Müll aufkommen, ja, und nicht wir. Uns wird ja bei der Müllgebühr, die, was ja jetzt auch wieder erhöht wurde in Wien, ja, wird ja nicht nur unser Hausmüll aufgerechnet, sondern auch der Müll, der auf der Straße herumliegt, wird einem zu den Hausmüllgebühren dazu gezählt, nicht? Und die ganzen Konzerne, was den Müll erzeugen, zum Beispiel Coca-Cola, ja, oder McDonald's. Ja, McDonald's, ja, auch ein großes Problem, ja. Bei McDonald's haben wir 600.000 Unterschriften, wovon, also dass die sofort von Plastik zu Papier-Trinkhalm umsteigen, nimmt der McDonald's Österreich offiziell nicht an. Wir haben das über Internet, haben wir über E-Mail, haben wir das schon lange geschickt, ja. Und aber offiziell wollen sie es nicht annehmen. Das heißt, eigentlich niemand weiß, dass das übergeben wurde, ja. Und es werden auch keine Termine vergeben, ja. Bitte, der McDonald's macht, ich weiß jetzt nicht Millionen oder Billionen, aber ich glaube 95 Millionen, ja, pro Tag, ja, Plastiktrinkhalme, ja, und es gibt 600.000 Leute, die unterschrieben haben, und das ist vollkommen egal, ja, dass es das gibt. Da sagt kein Politiker, ja, das nehmen wir sofort an, ja, aber ich meine, wie gesagt, was mich eben auch maßlos ärgert, ja, da wird zum Beispiel das Kebab in der U-Bahn verboten, und dann, nachdem wir da faktisch den Gestank aus der U-Bahn rausgekriegt haben, kommt man jetzt auf die Idee, Klospray in die U-Bahn zu sprühen, nicht? Weil das kann ja nur ein Klospray sein, ja, weil es wird ja nicht ätherisches Öl sein, Lavendelduft, weil das wäre ja wieder viel zu teuer, weil dauernd wird gesagt, dass es kein Budget gibt, ne? Ja, statt auf Naturprodukte zu setzen, das ist wieder die Schulmedizin, ne? Pharmaindustrie, sage ich immer. Ne? Was ist die richtige Medizin, die jahrhundertelang gepflegt worden ist? Ist die Naturmedizin. Ja, natürlich, natürlich. Aber die Pharmaindustrie ist so hoch, das sind wieder so Themen, ne? Nur vergleichmäßig Plastik, ne? Wir wissen. Das wird irgendwie alles der Hanf verteufelt, obwohl der Hanf, also ich meine, seit eh und je bestanden hat und eine Pflanze ist, ja. Und also ist ja vollkommen verrückt, ja, dass das jetzt wieder auch so, dass das wieder kriminalisiert wird, ja. Natürlich muss das geregelt sein, aber ich meine, das kann es ja nicht geben. Ich meine, dass man eben das so verteufelt, dass dann eben die ganzen Hanfprodukte dann nicht verkauft werden können, nicht? CBD ist ja jetzt im Kommen, jetzt wollen sie es wieder verbieten und so weiter. Ja, na verrückt. Ne? Ja, ich sag ja, wir haben eine schizophrene Welt und ich bin Fachpfleger und ich bin es wirklich sowas von enttäuscht. Ich habe ja schon 1990 gelernt, die Psychiatrie ist draußen und wir sind wirklich krank. Und ja, wir machen alle weiter munter mit, anstatt mal zu sagen, nein, eigenverantwortlich, stopp, es muss was anderes passieren, es darf was anderes passieren. Wir brauchen nicht mehr zuschauen, Bargeldabschaffung für Politiker und dessen Hintermänner, habe ich dir kurz vor dem Gespräch schon gesagt, nicht wir Menschen müssen das Bargeld entzogen bekommen. Wir haben ein Recht drauf, wo die Steuergelder hingehen. Habe ich jetzt in dieser Sendung mal hinterlassen. Ich kann es in fast allen Sendungen sagen. Ich glaube, der Jenne oder der Roman hat geleuchtet mit dem Mikrofon. Wer war's? Ja, Roman, bitte. Mich würde vielleicht interessieren, ob du uns noch ein paar hilfreiche Tipps in verborgenen Plastikprodukten geben kannst. Wie als Beispiel, was ich vielleicht nennen möchte, manche Menschen kaufen ja oft gerne nur so Wässer, die was in Glasflaschen zu kaufen gibt, weil sie eben nicht die Plastikflaschen wollen. Aber wissen oft nicht, dass in den Werken, wo die gewissen Getränke oft hergestellt werden, Monate oder Wochen lang, Monate vielleicht nicht, aber doch sehr lange, in Plastiksilos lagern und dann in die Glasflaschen gefüllt werden. Und dann glauben die, ja, ich trinke aus Glas und wissen gar nicht, dass doch wieder Bisphenol A drinnen ist. Wie verstecktes Plastik gibt es, wo der Mensch sich niemals denken wird, boah, da bin ich ja doch wieder eigentlich nicht auf der richtigen Schiene.
Also danke mal für also diesen Hinweis, weil das wusste jetzt nicht einmal ich, dass das gemacht wird. Also das höre ich zum ersten Mal, ja. Und bin jetzt wirklich. Bierbranche macht mir das zum Beispiel auch so. Ja, das wusste ich nicht, ja. Ja, es ist ja auch eine Sendung, wo wir auch Austausch machen, interaktiv, und so kommen wir wieder auf neue Horizonte, und es ist wichtig. Mhm. Es geht nicht, die Bösewichter da zu verklagen oder sonstiges, es geht hier um Information, dass die Menschen verstehen, was hier ist oder nicht ist. Mhm. Und jeder darf dann seine Eigenverantwortlichkeit auch sehen und das Verhalten dementsprechend versuchen zu verändern. Denn nichts tun kann ich nicht gelten lassen. Wir können alle was tun. So denke ich, du bist ja da. Richtig, ja. Und jeder Mensch, weil es heißt immer, also wenn ich da im Facebook schreiben, viele oft Mann könnte. Ja, wer ist denn Mann? Bist das du, ich? Wer ist Mann? Mann, mach es selbst. Ja. Was heißt Mann? Wir haben das schon alles verstanden und viele Informationen darüber geredet. Es geht ums Machen, die Bewegung, endlich was zu tun. Ja, ja. So sehe ich das. Der Jennen haben wir schon lange jetzt nicht mehr gehört. Jenne, du hörst dir ja schließlich auch zu. Und nicht zu, sondern du hörst hin, ist besser ausgedrückt. Und was hast du für Worte? Ja, also ich musste vorhin schmunzeln, wo Roman das so angeschnitten hat, mit wie viel Mist überhaupt da im Supermarkt gibt und wie lange man braucht da zum Einkaufen. Ne? So ging mir das auch, und immer wieder ist alles ins Regal geflogen, und das gibt's ja nicht. Und ja, man kann eigentlich alles Industrielle und auch die Lebensmittel, also ich nenne das mittlerweile Nahrungsmittel, nachempfunden. Da ist so viel Chemie und Kunst drin, dass das, wie gesagt, eigentlich alles für unseren Organismus schlecht ist. Und dass man da dann doch lieber auch auf regional und saisonal zurückgreifen sollte. Und auch wenn das schon wieder fragwürdig ist, aber da umgeht man dann doch noch diesen Supermarktwahn. Ne? Wie hier bei uns in Deutschland ist alles so kaputt gemacht worden. Man kann selber zu Hause fast gar nichts mehr haben. Oder es geht dir ein, was du an Obst und Gemüse pflanzt, weil irgendwie wieder ein Unwetter drüber geht oder verbrennt durch die Hitze gerade. Und ja, ist immer wieder so gezwungen, da nach zu diesem Supermarkt zu gehen. Ja, und all diesen Irrsinn da zu unterstützen mit den ganzen Sachen. Unbewusst natürlich. Und wie gesagt, regional, saisonal, zum nächsten Bauern hin, wenn man noch einen findet. Ja, das wäre das nächste Thema. Ne? Man wohnt auf dem Land und richtige Bauern sieht man hier gar nicht mehr. Ne? Alles nur noch irgendwie Futtermais und Futtersilo und all sowas bauen die hier nur an, Rapsfelder. Ja, und das war's denn. Ne? Ja. Sollten dann anfangen wieder Bäume zu pflanzen, alte Obstbäume, Kernobst, und so wieder ein bisschen auch da wieder für uns selber was Gutes zu tun. Und ja, und mit dem Wasser habe ich da mir gerade noch mit aufgeschrieben. Also da ist auch diese ganze Chemie drin vom Reinigen und ist manchmal auch noch schlechter als das, was man denn wirklich aus der Leitung kriegt. Aber da kann man das Wasser verdampfen und wieder energetisieren und hat gutes Trinkwasser. Da sollte man sich mal mit auseinandersetzen. Es gibt kleine so Verdampfungsanlagen, was auch auf großen Schiffen benutzt wird, wo sie Trinkwasser mit generieren. Und das kann man auch im Kleinen jeder für sich zu Hause machen. Und kann so dann also die ganzen Einflüsse da schon mal rausnehmen. Und wie gesagt, es ist sehr wichtig, dass wir da endlich drüber reden und dass diese Informationen rauskommen und ja, jeder das begreifen darf. Danke, Jenne, für dein Feedback erstmal. Ich sehe auf die Uhr und ja, wir machen die erste Musikpause und dann geht's ins zweite Drittel rein, Stella, oder? Mhm. Was denkst du, was wird uns erwarten? Du hast da so einiges hier liegen. Wo gehen wir hin? Hast du da schon eine Ausrichtung für heute? Also ich würde dann nur berichten, also welche Art von Mittel ich verwende, also verschiedene Mittel, um verschiedene Personen anzusprechen. Okay, dann werden wir jetzt mal kurz eine Pause machen, liebe Zuhörer. Sie sind dann in
fast knapp 4 Minuten wieder da und du hast Scheller Wagner drauf, Plastic City. Bella Wagner, ja. Bella, ja, nicht Stella. Das bist du. Ich bin kein guter DJ, noch nie gewesen, verzeiht mir. Aber dafür sind wir ja hier zu zweit und ich freue mich immer, wenn dann auch der richtige Name richtig ausgesprochen wird. Danke und Musik ab, bis gleich. Plastic Planet. Na, wird Zeit, dass wir doch den Naturplanet wieder bekommen. Ich denke, da sind wir auf dem richtigen Weg. Wenn man schon so ein Thema hat, Plastik, Planet, dann ist doch was nicht in Ordnung. Denn die Mutter Erde ist ja so natürlich. Wieso plötzlich Plastik, Planet? Und dafür haben wir heute die Stella Wittmann da. Stella, Planet, Vernetzung. Wie seid ihr denn aufgestellt in eurer Vernetzung? Sei es österreichweit, länderübergreifend, vielleicht international. Gib uns doch da mal so einen kleinen Ausflug. Ja, also es ist so, dass halt eben die Vernetzung einmal angefangen hat, eben über den Film Plastic Planet und dann weiters im Facebook. Ja? Und dann haben sich immer mehr, also eigentlich im Internet Kanäle aufgemacht, weil man muss ja verschiedene Leute ansprechen. Ja? Mittlerweile sieht man ja, dass Instagram für junge Leute ist, Facebook eher so für die Mittleren, ja? Twitter für die Politiker und also Leute, die eigentlich was Wichtiges zu tun haben. Ja? Dann gibt es wieder Leute, die haben gar nichts von diesen sozialen Medien, weil das sind eigentlich Leute, die in hohen Positionen sind und eigentlich viel verdienen. Und die wollen eigentlich dann mit sozialen Netzwerken gar nichts zu tun haben. Und aus diesem Grund habe ich dann angefangen, auf Mein Bezirk zu schreiben, meinbezirk.at. Das ist eigentlich ein ganz wichtiges Medium, weil man da eben Artikel Leuten schreiben kann, also Leute eben, die soziale Medien verweigern oder eben auch älter sind. Ja? Und die meisten älteren Leute haben halt eben keiner dieser Netzwerke und wollen das ganz einfach mit E-Mail lesen. Und die Sache ist auch die, diese ganzen Artikel kann man sich dann auch ausdrucken, wenn jemand gar kein Internet hat. Ja? Dann kann man das ausdrucken und kann das den Leuten eben vorhalten und sagen, schau, da ist es. Ja? Und also ein ganz wichtiges Medium. Und die Artikel bleiben halt eben stehen und dann kann ich aber auf die Artikel, auch wenn ich vor 5 Jahren was hatte, kann ich darauf dazugreifen und kann eben die Artikel dann wieder versenden. Dann weiters, was mir wichtig ist, also wir haben meine Freundin aus der Steiermark, die Lisi eben, hat für uns Fotobücher gemacht, was wir schon alles getan haben, eben wenn man mit jemandem kurz spricht, kann man dieses Fotobuch dann kurz zeigen. Also in 2 Minuten kann man eigentlich die ganze Geschichte vorzeigen, sodass man versteht, um was es geht. Weil das ist ja dann ungut, wenn jemand nicht weiß, um was es geht, dass man da mit dem Tablet da herumdrückt oder mit dem Handy. Ja. Also ich meine, Internet schön und gut und Technik, ja, aber irgendwie ist es doch anders, wenn du Papier in den Händen hast. Ja, ist das, wir sind ja Menschen, nicht? Und diese ganzen Strahlungen und diese ganzen, was da herumpiepst um uns, ja, also ist nicht immer das richtige Medium für jeden, ne? Dadurch haben wir eben so dieses Buch. Und österreichweit sind wir noch nicht so gut aufgestellt, ja, also eigentlich nur bis in die Steiermark. Da gibt es auch die eine Sandra Krautwaschel, die hat auch ein Buch geschrieben, Plastikfreie Zone. Und die ist ja dann eben auch beeinflusst worden von dem Film Plastic Planet. Und die ist in der Steiermark zu den Grünen gegangen. Ja? Also die unterstützt uns eigentlich auch also bei der Plastikreduktion. Und von dem her sind die Leute in der Steiermark eigentlich viel einsichtiger. Ja? Da gibt es schon die Region Keindorf. Ich glaube, das sind 16 Gemeinden, die schon ohne Plastiksackerl sind, weil die anderen Politiker sagen immer, das ist nicht möglich und das darf man nicht und das kann man nicht. Ja, man kann schon, wenn man will, kann man, ja. Nur, dass halt gewisse Politiker halt immer sagen, nein, das kann man nicht und das darf man nicht, nicht? Warum darf man das nicht, frage ich an die Politiker denn. Warum darf man nicht? Wer sagt denn, dass sie das nicht dürfen? Die Antwort würde ich gerne von den Politikern gerne mal hören. Ja. Hast du eine Antwort? Darf?
darf nicht. Das kann ja nur der Lobbyismus sein. Die Firmen, die Abhängigkeit. Nur Geld, ja. Geld, ist so meine Vermutung. Aber vielleicht irre ich mich auch. Wenn Politiker das hört, hoffe ich auf Antwort. Mhm. Ja, stimmt. Ja. Es gibt Supermärkte mittlerweile auch in Deutschland. Ich habe gehört, Edeka, ich bin mir da jetzt nicht sicher, die haben die ersten Supermärkte plastikfrei eingeführt. Ach so. Mhm. Und sollten man vielmehr auch hier in Österreich endlich mal umsetzen. Ich denke mir, das bewusste Volk in Österreich, das existiert. Nur, wie gesagt, man wird immer unten gehalten, dass man gar nicht erst mit der Meinung nach draußen kommt. Leider, leider ist es so. Statt öffentlich in den öffentlich-rechtlichen Fernseher das viel mehr breit zu streuen, diese Problematik, frage ich mich, ORF, was tut ihr? Warum werden solche Themen nicht wirklich öffentlich mehr transportiert? Und vor allem, warum holt ihr auch nicht mal die Menschen rein, die im Land leben, wie der Blickfeld ist der einheimischen Bevölkerung? Es müssen nicht immer nur die Lobbyisten da sitzen, sondern, so denke ich, man sollte das Volk sehen. Wie beobachtet denn ein Bauer seine Umgebung? Wie beobachtet denn der Nachbar seine Umgebung? Was stört ihm? Was gefällt ihm auf? Dafür sollte der Öffentlich-Rechtliche da sein. Und so wie wir heute Abend diese Sendung gestalten, sollte man auch da mehr Herzblut haben und solche Informationen auch aufklärerisch in die breite Masse hereintragen. Ne, man redet über Dieselskandale und das Ganze, was ein absoluter Schwachsinn ist. Wir haben auf der anderen Seite Menschen, schlaue Menschen mit so viel Wissen, wo wir Lösungen haben. Warum dürfen wir denn nicht über die Lösungen sprechen? Auch Energiewende, stattdessen Elektromobilität, die gar keine Zukunftschance hat. Wir werden immer wieder abgelenkt mit irgendwelchen Dingen. Und dann sind die Grünen schon ziemlich grau geworden. Zumindest was in Deutschland passiert, ist schon eine Katastrophe. Und ja, ich bin auch ein bisschen enttäuscht auch von den Grünen in Österreich. Ja, ich kann jetzt noch einen draufgeben, warum ich enttäuscht bin. Ne, weil sie für die Frühsexualisierung stehen. Die Grünen. Im Wahlprogramm stehend. Herr van Bellen wollte ich interviewen. Ich habe leider das Interview nicht bekommen. Als Privat wollte ich ihn haben oder auch als Okitalk. Haben wir nicht bekommen. Und kein Journalist hat die Frage gestellt, Herr van Bellen, wie steht es denn zur Frühsexualisierung in Ihrem Wahlprogramm? Ich finde es schlimm, dass man sich für solche Themen einsetzt, für eine Frühsexualisierung. Ein Kind wird schon zur Frau, zum Mann, wenn es so sein soll. Mhm. Und da muss man nicht animieren, so wie in Deutschland in Kindergärten und in Schulen schon Frühsexualisierung praktizieren. Das ist wieder ein anderes Thema, aber das ist auch die Partei der Grünen. Das darf man auch sehen. Grün war ich früher ein Fan von, in den 80er Jahre, Anfang 80er Jahre. Ich lebe ja seit 2005 in Deutschland. Bin ja 2005 von Deutschland aus nach Österreich gezogen, ab 2005. Also bin jetzt gute 14 Jahre hier, fast 15 Jahre. Und ja, die Veränderung der Grünen in Deutschland, eine Katastrophe. Und ich bin immer, wie gesagt, nicht begeistert. Auch die Stadtführung in Wien, Verkehrsmäßigkeiten, Lösungen wollen die ja gar nicht hören, die Problematik der vielen Autos. Ich habe schon so viele Vorschläge auch beim Verkehrsministerium eingebracht, war persönlich da vor Ort. Aber man will das gar nicht. Oder ganz einfach gesagt, man nimmt mich einfach nicht ernst und man wird einfach abgewatschelt. Na gut, so. Aber das Verkehrsministerium war jetzt nicht von den Grünen, ne? Das ist richtig. Das Verkehrsministerium war nicht von den Grünen. Das war eine andere Sache. Ne, wie gesagt, die Frühsexualisierung hier in Österreich, da bin ich ein bisschen enttäuscht. Und wo ich noch ein bisschen enttäuscht war von den Grünen, war, dass wir Veranstaltungen hatten, die wir übertragen sollten. Die haben wir schon drin gehabt. Und ein paar Stunden vorher sagt man ab, Okitok sei rechts oder irgendwas. Immer wieder diese Fingereien. Mhm. Ne? Und dabei hat sich diese Partei nie mit uns mal auseinandergesetzt. Bei Okitok ist es Politik zum Anfassen. Warum sollen wir die Grünen schlecht reden? Es geht hier um ergebnisorientierte Sachen. Warum kommen Medien an und sagen, Okitok ist rechts, links, irgendwas? Mhm. Ja? Schmierfinken sind das. Wir sind echte Medien, Live-Medien. Wenn man in dem Archiv mal schaut, 4.500 Sendungen, was ist daran rechts, links, extrem oder irgendetwas, 10 Jahre Nachweis. Was haben wir denn falsch gemacht, wenn man so eine Meinung hat? Wir dürfen senden, wir haben Sendelizenz. Warum will man mit dem Finger zeigen? Weil Okitok vielleicht stärker wird?
Ich kann es nicht sagen. Mhm. Nee, das ist deren Geburt und deren Saat, nicht unsere. Und das ist immer enttäuschend, wenn man was bucht und dann plötzlich ein paar Stunden vorher einfach was absagt. Sowas tut man einfach nicht. Mhm. No, wie gesagt, die Grünen sind herzlich bei Okay Talk eingeladen, wie jeder anderes Lager auch. Ne? Darf man einen Täter nicht interviewen oder ein Opfer? Warum wird ein Opfer zum Täter, Täter zum Opfer? Ne? Darf man nicht mal die Geschichten hören? Ne? Muss man immer sofort sagen, darf man nicht interviewen? Darf man nicht die Geschichte von beiden Seiten mal hören? Ich denke, jeder soll sich sein Bild doch machen dürfen. Mhm. Wie siehst denn du das? Natürlich soll man beide Seiten immer befragen, ne? Aber in dem Fall weiß ich jetzt nicht genau, um was da gegangen ist, nicht? Jetzt, nein, allgemein. Ich meine, wenn der Standard zum Beispiel schreibt, Okay Talk hat über die Leihschulen geschrieben, mhm. Freilerner geschrieben, also wurde in dem Standard geschrieben, ein Zeitungsbericht. Mhm. Ja, die haben die Leihschulen angegangen, die Freilerner angegangen, den Joe Kreisel angegangen, der auch beim ORF mehrmals war. Und das wurde beim rechtsesoterischen Sender Okay Talk übertragen. Warum schreibt man dann sofort eine Beleidigung? Mhm. Rechtsesoterischer Sender Okay Talk. Mhm. Das, ne, das ist eine Beleidigung. Ja, das hat der Standard sogar geschrieben. Ach so, okay. Ne, und da denke ich mir, Hilfe, warum mhm. macht man das? Mhm. Wir haben das übertragen. Ja, darf ich denn nicht im Land die Menschen sehen, was die sagen? Was ist dran zu verwerflich an den Freilernern? Was ist so verwerflich an Leihschulen? Was ist so verwerflich an Joe Kreisel? Ne, da kriegt man dann keine Antwort, sondern sie teilen immer nur aus, aber machen zu. Mhm, und das ist die Traurigkeit. Aber das darf man ruhig stehen lassen. Darum geht es ja gar nicht. Ich will nur sagen, wie man schnell verurteilt. Und so hast du auch deine Gegner, deine Lobbyisten mit deinem Plastic Planet. Und ja, das stimmt. Das stimmt. Ist so. Also ich bin auch schon oft verurteilt worden, weil ich zum Beispiel zu den Blauen gegangen bin. Ja? Also da haben mich eigentlich, also was ich enttäuschend gefunden habe, ja, auch grüne Freunde aus dem Facebook entfernt, ja. Und ich gehe ja bitte zu allen Parteien, ja. Also weil das ja nämlich gar keine Partei betrifft, ja. Weil man muss, ich meine, was hat das für einen Sinn, ja, für irgendjemanden da zu sein? Es ist ja schlecht von jedem Menschen, wenn er was wegwirft, reinwirft, ja. Das ist ja ein Blödsinn, nicht? Das ist ja unparteiisch, also über alle Parteien, ne? Was die Parteien noch nicht gelernt haben, zum Beispiel, mir fällt immer wieder auf, alle sind für sich gespalten, in sich. Mhm. Ich darf nicht klatschen, wenn eine andere Partei mal einen guten Vorschlag macht. Ja, das sind doch erwachsene Kinder. Ich darf doch als Erwachsener, wenn ich auch, sei es bei der FPÖ oder bei der SPÖ bin und höre von dem anderen Lager doch einen guten Vorschlag, dann darf ich doch klatschen. Mhm. Aber die tun es nicht. Das ist so richtig zu Fleiß, ja. Ja, und das ist doch nicht echt und nicht natürlich. Es kann doch nicht sein, dass jede Partei nur entweder Recht oder Unrecht hat und nie was Gutes produziert, mhm. weil ich ja in der SPÖ jetzt, sage ich mal, als Beispiel bin, ne, dann kann die ÖVP ja nichts Gutes sagen. Mhm. Ja, das ist doch ein Quatsch. Dann darf man das doch unterstützen. Dann würde doch viel mehr Natürlichkeit in unserem Kreislauf entstehen. Ja, ja da dürften wir mal erwachsen werden. Ich sage ja, wir sind erwachsene Kinder. Mhm. Wir dürfen mal die Pubertät langsam verlassen. Was wir in sein System leben auch. Und deswegen haben wir ja auch die Ist-Zustände, die wir heute beobachten, ne? Wie zu viel Plastik. Mhm. Ne? Wir haben Skandale hier, der Mittelstand, die Bauern werden weniger. Es gibt ja unendliche Thematiken. Was tut der Staat denn für die Menschen, wenn wir auch wissen, dass es in Zukunft immer mehr Menschen geben wird, die immer weniger arbeiten werden? Haben wir eine Automatisierung? Und was tut der Staat für die Menschen? Deswegen kommt ja auch ein neues Thema mittlerweile auf, was auch schon mittlerweile alt ist, das bedingungslose Grundeinkommen, wenn wir schon in so einem System leben. Ja, da geht es doch einfach mal um Reife, einen Hausverstand mal reinzubringen. Es kann doch nicht sein, dass wir weiter so, weiter zerstörerisch und ja willkürlich, nicht behutsam mit unserer Umgebung umgehen. Mhm. Wie siehst denn du das? Ich wollte auch noch einmal zurückkommen, auch noch wegen der Vernetzung, weil eben, also die Natur wird ja zerstört faktisch, also von Europa in Afrika, indem wir unsere elektronischen Müll nach Afrika schieben, ja, und ich bin eben übers Facebook mit Leuten befreundet, die dort arbeiten, in diesen Mülldeponien,
Und ich helfe eben, also ich versuche den Leuten eben zu helfen, sie zu motivieren, um auch aktiv zu werden. Ja. Und teilweise ist mir das auch schon gelungen. Ne? Zum Beispiel in Kenia hat sich gegründet gehabt, eine Gruppe Bender Plastic Bags in Kenia, ja, beim Plastic Bags in Kenia. Und die hatten interessanterweise schneller und früher ein Verbot als wir, ne? Obwohl die später angefangen haben. Ja? Und dann heißt es immer, wir sind denen voraus. Das stimmt ja gar nicht, nicht? Also das Einzige ist ja, also dass es dort leider recht korrupte Politiker gibt und deswegen halt die Leute nichts haben. Aber an und für sich ist es ja so, dass die Leute dort ja insgesamt ja doch gesünder leben, weil sie ja Gemüse kaufen und kochen, ja, also sind ja die uns voraus, nicht wir denen voraus, ja, weil wir kaufen ja noch immer Müll ein, ne? Zumindest in der Qualität der Bausteine, wenn man Lebensmittel oder Stopfmittel mal betrachtet, ja, ne, sind sie sicherlich voraus. Was hat heute jeder eine Mikrowelle im Haushalt? Mhm. Und Mikrowellen sind ganz schädlich. Man braucht nur ein Glas Wasser mal in die Mikrowelle geben, das ist aufwärmen. Tot, ne? Und dann eine Blume, bitte, bitte nur eine Blume. Ich liebe die Blumen aussuchen. Ja, die wird sterben. Das Oxford-Experiment mit den Katzen. Es wurden hunderte von Katzen bekocht mit dem schönsten, besten Essen. Das wurde abgekühlt, aufgewärmt in der Mikrowelle und alle Katzen sind gestorben. Aha, okay. Alle Katzen sind gestorben. Und wir haben in so vielen Haushalten immer noch die Mikrowelle und was wir dort essen, ist tote Materie. Ja. Warum reagiert man da nicht drauf? So ist Plastic Planet ein großes Thema, was nicht gut ist. So ist auch die Mikrowelle und viele andere Themen nicht gut. Und das muss doch ein Politiker mittlerweile erkennen. Nicht nur der Politiker, sondern vor allem die Fachbehörden wie das Gesundheitsamt. Weil es geht ja um unsere Gesundheit. Die Krankenkassen, die man Gesundheitskassen mal mehr nennen sollte, mal ihren Ruf auch mal folgen, komplementär zu denken, die Ärzte. Nicht nur immer einseitig, die Schulmedizin darf auch reformiert werden. Das finde ich sehr wichtig. Das heißt nicht, dass die Schulmedizin nur schlecht ist, sondern man sollte überlegen, konservativ erst beginnen, einen Menschen zu behandeln und nicht immer sofort eine Diagnose geben. Das löst auch wieder Angst aus. Man sollte erst mal sehen, was ist denn die Ursache, warum jemand plötzlich entgleist und vielleicht dann nicht mehr so gesund auf dem Vordermann, auf dem Damm ist. Da wollte ich noch sagen, weil du jetzt eben auch gesund wieder ansprichst. Ich bin ja eben drauf gekommen, wie dieser Philipp Schwabel im AKH festgestellt hat, dass das Mikroplastik im Darm gefunden wurde. Das habe ich eigentlich nicht gehört, ja. Da habe ich dann eben. Also man kann wirklich Plastik in deinem Blut. Das Bisphenol A, ne? Die Hormone, ne? Aber das Plastik. Ja, doch Mikroplastik, ja? Ist überall das, zu sehen. Also okay. Das ist alles nachweisbar. Okay. Und auf jeden Fall sammeln wir ja auch Stöpseln für behinderte Kinder, ja. Das heißt, www.stoepsel-sammeln.at, da sammelt man irgendwie Plastikstöpseln von Getränke. Also ich sammle die immer am Boden auf, ja, weil also wir kaufen ja nicht mehr die Plastikflaschen. Gelegentlich doch Milchflaschen, ne? Also da nehmen wir dann auch den Verschluss. Und da habe ich zu Hause gehabt, diese kotterne Gewürzmüll, nicht? Und wegen diesen Stöpselsammeln habe ich halt eben gefragt, was für ein Material diese Gewürzmühle ist, ne? Komme ich jetzt drauf? Diese Gewürzmühle ist aus Polypropylen, das Material, was zu 62% im Darm jedes Menschen gefunden wurde. Das heißt, was soll das jetzt heißen? Muss jetzt jeder mündige Kunde alle Firmen anschreiben oder wie? Ich meine, ich komme da jetzt, nachdem ich mich schon beschäftige, seit 2012 komme ich jetzt 2019 drauf. Ja? Das heißt, ich meine, ich beschäftige mich wirklich täglich mit Plastikvermeidung. Ich habe 7 Jahre gebraucht, dass ich jetzt feststelle, dass ich mir eigentlich Mikroplastik ins Essen werfe. Ja? Und von was reden die jetzt? Ich meine, es hat doch nicht jeder Zeit, da sich dauernd mit dem, Entschuldigung, Scheiß Plastik zu beschäftigen. Ja? Ich meine, andere Leute haben Kinder, ja? Ich habe keine Kinder, ja?
Und ich meine, es hat doch niemand Zeit, sich so viel mit Plastik zu beschäftigen. Ich meine, das ist ja auch lästig. Man geht doch dem Freund auf den Nerven, ja. Die Leute, Freunden geht man auf den Nerven, ja, weil man so viel darüber redet, die wollen das gar nicht hören, so viel, nicht? Würde man eine Umfrage ganz neutral in Österreich starten zu dem Thema Mühlen? Was denken Sie, liebe Gäste oder Menschen? Eine Mühle aus dem Supermarkt mit Pfeffermühle oder Salzmühle oder was auch immer für Kräuter da drin sind, ist aus Plastik gemacht. Ist das eine Gefahr? Ja oder nein? Ne? Alleine schon, wie man weiß, auch wie brüchig und schnell was von Plastik abbrechen kann. Ja. Und das kann man doch gar nicht erkennen. Ich denke, entweder haben wir unwissende Menschen, die sagen, das ist keine Gefahr. Ich denke, die bewussten Menschen wissen das. Wenn man ein bisschen nachdenkt, dann weiß man, dass das gar nicht gut sein kann. Ich wusste das jetzt nicht, dass das auch Plastik ist. Aber ich habe eh eine türkische Mühle bei mir, eine echt aus Metall. Ja, die ist in Ordnung. Ja, die ist in Ordnung. So hoffe ich, dass keine Schwermetalle reingehen. Aber ich bin permanent am Entgiften. Das empfehle ich ja auch die Menschen. Entgiften, entgiften, entgiften. Da gibt es ganz tolle Sendungen auf OkiTalk, wie man entgiften kann. Möchte ich euch auch mal empfehlen. Geht ins Archiv und braucht euch das an. Alexander Stross, ein Beispiel, Daniela Seinitzer, seelenlieder.at und noch viele andere waren auch schon bei OkiTalk und haben zum Thema Entgiften gesprochen. Es ist wirklich Zeit, doch mal da ein bisschen mehr den Fokus hinzusetzen. Da macht sich kaum jemand Gedanken. Und dann kommen die Kinder, wollen ein bisschen Salz haben und dann nimmt so eine Mühle oder Pfeffer oder was auch immer. Das ist ein Wahnsinn, ne? Ja, ich und finde, vor allem, wieso wird das, los ist das. Na, wieso wird sowas überhaupt zugelassen, ne? Und jetzt habe ich das zum Beispiel also geschrieben der Gesundheitsministerin, keine Antwort. Ja. Jetzt bin ich dann, weil ich mir gedacht habe, na gut, vielleicht ist die E-Mail verloren gegangen, ne? Und bin dann eben ins Magistrat gegangen, in Natura und habe das alles hergezeigt. Ne? Aber leider habe ich noch immer keine Antwort gekriegt. Dann habe ich auch schon geschrieben, eben, also ich glaube von der Wiener Gebietskrankenkasse war das bei so einer Zeitung. Ne? Aber ich meine, das ist jetzt auch schon einige Monate her und ich habe wirklich gebeten, dass die was machen, weil wir haben ja nicht die Wissenschaftler, die das also belegen können. Ne? Ich meine, mir ist es klar, dass es von dem kommt, aber mir glaubt man ja nicht, weil ich ja nicht so niemand bin, nicht? Gehen wir mal wieder zu unseren Gästen. Ja. Mal gucken, ob die ein paar Worte dazu haben. Und ihr dürft auch in den Warteraum reinkommen, hier bei OkiTalk, Thema Plastic Planet und vieles mehr. Es gibt aber auch Lösungen, das habe ich auch schon gehört. Es gibt Bakterien, glaube ich, die Plastik essen. Es gibt Reinigung auch für den Ozean. Wir wollen ja auch heute Abend noch auf ein paar Lösungen gehen. Ja, ja. Und hast du ja auch ein paar Lösungen heute Abend noch, die wir mitteilen dürfen könnten und auch deine Vorstellung überhaupt. Weil du hast ja auch Ziele und da gehen wir auch nachher noch mal drauf ein, denke ich. Und jetzt rufen wir noch mal den Roman oder den Jenne. Wer ist denn da? Mal flackern. Der Jenne ist da. Jenne, dein Mikrofon. Ja, ihr sprecht echt alles an und eine tolle Sendung. Und ich habe mir dazu noch was aufgeschrieben mit den, also die Politiker sind ja eigentlich gewählt, um unsere Interessen zu vertreten. Und irgendwie ist hier das ja wohl verdreht. Also, ne, die Massen wachen auf und müssen auf die Straße und für gute Sachen demonstrieren, ja, damit da was geändert wird. Wobei das doch eigentlich unsere Demokratie ist, die das auch regelt, wo das eigentlich ausgemacht ist, so dass das ja das, was die Menschen wollen, passiert und nicht, was die Politiker wollen und durchdrücken. Und mit diesem ganzen industriellen Komplex da dann überhaupt anrichten, das ist ja eigentlich in kein Menschen Interesse, weil es ist ja Wahnsinn, was mit uns da passiert. Man könnte da, glaube ich, noch 100 Sendungen machen. Man bekommt immer noch nicht alles aufgezählt und aufgezeigt, wie, was und wieso und ja. Und dann das Zweite, also sich nicht mehr hinter den Nichtwissen verstecken können. Das, also irgendwie ist das hier so, als wenn man, weil man was nicht weiß,
kann man sich da irgendwie hinter den ganzen Sachen verstecken? Und man sollte doch endlich anfangen, einfach jetzt, egal was gewesen ist, und um alles wieder ins Lot zu bringen, die Wahrheit sagen und aufhören, die Lüge zu verteidigen und somit endlich den Wandel einleiten, der ja bitter nötig ist für die ganze Welt. Danke dir, Jenne. Roman, hast du auch noch ein paar Worte? Ja, gibt eh kaum was hinzuzufügen, wie der Jene und auch die Stella, die es wirklich eindeutig sagen. Wenn man schaut, was wir die Politiker gewählt haben, dass sie für unsere Rechte, Gesundheit und etc. einstehen, aber das nicht tun, dann kann ich nur auf den logischen Schluss kommen, dass sie uns beseitigen wollen. Ein anderer Grund kann da einfach nicht sein. Und wir müssen einfach auch, wenn wir irgendwas dann durchsetzen, auch mit Volksbefragungen, die noch immer, auch wenn man Volksbefragungen haben, sie noch nie was braucht. Aber wenn mal so wie in Italien das Gesetz durchgebracht wird, dass zum Beispiel keine Plastiksackerl mehr in Umlauf gebracht werden, muss man ja trotzdem noch auf die Finger schauen, weil die haben da auch anstatt Plastiksackerl Plastiktüten in Umlauf gebracht, ja. Also keine Henkel, sondern ohne Henkel die Plastikdinger in die Geschäfte und dann da. Da fragt man sich dann eigentlich als Petitionsteilnehmer, wie weit möchte ich mich jetzt nur verarschen lassen? Wenn wir auf die Politiker vertrauen, dann sind wir verlassen. Das ist das Problem, weil die Leistbarkeit der gesunden Sachen auch immer schwieriger wird, ja. Das Wenige, was es an Gesunden gibt. Ach ja, und mit diesem Plastikauflösen, wie der Jenner ja sagt, mit den Bakterien, so, das darf mich vielleicht auch noch ein bisschen genauer interessieren, ob du da gut Bescheid weißt. Hab da schon Langzeitstudien gemacht, ja, nicht, dass die Bakterien dann am Schluss dann auf einmal ja einmal Malheur machen. So wie in Australien mit den Fröschen und den ganzen Sachen. Ja, das habe ich eingebracht mit dem Plastik, mit den Mikroorganismen oder Bakterien, was das ist. Da gibt es Informationen im Internet, da bin ich nicht tief drin, ich habe das Ich nicht bin mehr. da leider auch nicht so genau informiert, aber ich muss ehrlich gesagt sagen, ich vertraue dem Ganzen nicht, ja. Das ist halt so, die sagen, ja, da gibt es eben diese Tiere, die fressen das Plastik, kauft's nur das Plastik weiter, weil es gibt's ja da, naja, so tun sie uns das suggerieren, nicht? Für mich heißt es, die Sanierung eventuell Ja. ist eine Lösung damit. Es darf gar nicht produziert werden, ja, so ist Genau. es, ja, weil wir haben schon so einen Schaden angerichtet, ja, dass wir gar nicht mehr wissen, ob das überhaupt rückgängig, also rückgängig kann so und so nicht mehr gemacht werden, ja. Es kann nur noch mal so sein, wie viele der Tiere im Meer wird überhaupt noch überleben können, nicht? Also ich meine, wie gesagt, deswegen geht es mir darum, also für mein Leben wird sich's noch ausgehen, ja, wenn ich vielleicht als 80-Jährige keinen Fisch mehr esse, na gut, ne? Aber für die nächste Generation ist das schon ein Problem, ne? Weil da wird es ja nichts mehr Malaysia geben, schickt ne? den Plastikmüll schon wieder zurück, auch nach Deutschland, habe ich gehört. Ja, Gott Ne? sei Dank, Nur Gott sei Dank, wird Zeit. ja. Ne? Wir haben einen neuen Gast da. Sollen wir den auch noch mal reinholen? Ja. Das ist der German, das ist der Armin und Wolkenbruch ist da auch dabei heute Abend hier im Studio. Und jetzt sehe ich den Germane und jetzt sage ich mal Armin, einen wunderschönen guten Abend, deine Worte. Guten Abend miteinander. Ja, dieses Plastikgezeter, das ist schon ein ernstzunehmendes Thema. Also ich kann nur sagen, was wir hier machen, wir vermeiden massiv Plastik. Ja, also wenn es was in Plastikflaschen gibt, dann eher auf die Glasflaschen umsteigen und das Plastik meiden. Aber ganz kommst du halt nicht aus. Das ist eine Herausforderung für den jeweiligen, sich da einfach umzustellen. Es ist auch eine Eigenverantwortung. Ich denke auch, da müssen die Leute auch wieder hin in die Eigenverantwortung und erkennen, was sie denn mit diesem, ja, ist mir eh egal, ich mache halt einfach mal, passiert ja nichts und nach mir die Sintflut. Und dass das auf Dauer nicht so weitergehen kann, das ist eigentlich der normale Menschenverstand, muss einem das sagen. Ich finde es klasse, deine Initiative, dass du zu, Entschuldigung, ich sage jetzt der Bagage direkt hingehst und da ist das Ganze, die Problematik aufzeigst, weil das wollen sie nämlich am allerwenigsten, dass sie hier direkt konfrontiert werden mit den Menschen. Meistens verstecken sie sich ja immer hinter irgendeinem Schreibtisch und sagen dann, ja, sie sind nicht zuständig oder verantwortlich, das wird ja gern gemacht. Und mit den Politikern, muss ich sagen, bin ich mittlerweile auf dem Trichter, dass dass das, wofür sie gewählt sind,
eben für die Leute, für die Menschen zu arbeiten, dass es denen besser geht, dass das sehr, sehr blauäugig ist. Also da geht es nur um die eigene Tasche oder um irgendwelche Lobbyisten, die sie unterstützen. Mittlerweile bin ich überzeugt, dass alle, die wo da drin sitzen, Psychopathen sind, weil sonst kannst du das überhaupt gar nicht machen. Aber die Konfrontation direkt mit der Problematik und direkt mit dem Menschen, der ihnen gegenübersteht, Auge in Auge, sagt, schau mal her, was ist denn das und das und das und warum macht sie da nichts und bla bla und so weiter. Das wollen sie am allerwenigsten. Und deswegen finde ich die Initiative, die du machst, ganz, ganz hervorragend. Und ich wünsche dir von Herzen alles erdenklich Gute dabei. Ich also bedanke mich auch bei euch, dass wir da so ein schönes Gespräch haben. Ich weiß gar nicht. Amen. Die sitzen alle in Deutschland, oder? Überall, ja. Na, weil ich wollte mich sagen, also wie gesagt, wir sind ja auch in Kontakt mit der Küste gegen Plastik in Deutschland. Und die haben auch so eine Replace Plastic App herausgebracht. Ja. Das heißt, man kann dann Produkte scannen. Und dann schreibt die Küste gegen Plastik dann die Firmen an, damit das ersetzt wird. Ja, also funktioniert super. Ne? Mhm. Und ja, die wurden jetzt vor kurzem noch ausgezeichnet. Ja, ich weiß jetzt zwar nicht genau, für was, aber ja, es war auch eine Sendung direkt von Küste gegen Plastik. Ne? Mhm. Und es ist ja so, dass in Deutschland ist ja das offensichtlicher das Problem, ja, weil in Deutschland gibt es ja das Meer. Deswegen war das bei uns in Österreich lange nicht erkannt worden, weil es hat immer geheißen, bei uns gibt es kein Problem. Na, eh klar, ne? Weil wir geben ja immer alles weiter ans Schwarze Meer. Mittlerweile ist ja das belegt, ja. Also ich habe zum Beispiel unseren damaligen Umweltminister so bearbeitet, ja, über Twitter und Facebook, dass mich der dann schon erkannt hat, obwohl mich der noch nie im Leben gesehen hat, ja. Und dann natürlich auch hat es gegeben die Universitäten, die das aufgebracht haben, ja. Nur hat es dann der Umweltminister dann wieder ein Jahr prüfen müssen, ne, ob das auch tatsächlich stimmt. Ne. Mittlerweile wissen wir das und dann ist es erst 2015 in die EU gekommen. Ja. Also das ist eigentlich wirklich ein neues Thema. Ja. Nur wundert mich halt eigentlich, ja, dass eigentlich solche Leute, die uns eigentlich regieren und für so viele Leute verantwortlich sind, ja, dass die da überhaupt keine Ahnung haben. Ja. Das ist ja das Traurige. Ich meine, es sollte ja jemand, der oben ist, ja mehr Bildung als wie ich haben. Ne. Ahnung haben die schon. Die sind nur selbst gefangen in ihren lobbyistischen Hintergründen. Ja. Deswegen nochmals Bargeldabschaffung für Politiker und dessen Hintermänner, weil wir recht haben, wo unsere Steuergelder finanziert werden und wo Transaktionen gemacht werden. Und Geheimverhandlungen braucht man auch nicht, sondern Politik muss offen gestaltet werden. Ja, richtig. Und es gibt auch Lösungen und Konzepte. Parteien heißt Teile und Herrsche. Und die zeigen immer mit dem Finger aufeinander. Das kann nicht gut sein. Das sind alles Vereine, das darf man auch sagen. Und ich sage immer, was macht die Krankenpflege? Ganz kurz erzählt, der Mensch hat nur Fähigkeiten oder Probleme. Die Fähigkeiten sind dazu da, um aufrechtzuerhalten oder zu verbessern. Die Probleme sind dazu da, um sie zu lösen. Wir ruhen uns immer so gerne auf die Problematiken aus, liebe Zuhörer. Also das bedeutet, wenn ich ein Problem habe, werde ich ein Nahziel, ein Fernziel setzen und dann überlege ich mir, welche Ressourcen ich zur Verfügung habe, welche Möglichkeiten habe ich, um an ein Ziel zu kommen und welche Maßnahme setze ich und bis wann möchte ich dieses Problem möglichst gelöst haben? Ein Zeitpunkt wird ausgemacht. Das kann man weltweit auf alles an Problematiken setzen. Und so wünsche ich mir die Politik in Zukunft, dass die Probleme in der Gemeinde, im Land offenbart werden und ein Plan gemacht werden. Und da sollten die Menschen hinwählen. Dann haben wir nicht mehr Teil und Herrsche, sondern wir haben genau die Punkte. Wir haben sofort eine Bewegung der Lösung und eine bessere Hinschauaktion. Weil das versteht man doch. Oder ist das unglaubwürdig für dich? Du darfst sagen, was du willst. Du brauchst auch nichts sagen. Nein, also zu dem fällt mir jetzt nicht so ein, aber ich wollte noch auf etwas hinweisen. Ja? Es sind ja nicht nur die Politiker, sondern was mich sehr enttäuscht, ist ja eigentlich, dass die Kirche, die ja eigentlich immer von der Schöpfung spricht und von der Natur und hin und her, ja, also dass die da eigentlich nicht unterstützend wirkt, ja, und beziehungsweise sogar verweigert, ja, da irgendwie mitzumachen, ja, also das ist ja das Traurige, nicht, also da wird da herumgepredigt, ja, und aktiv nichts gemacht, ja, also das ist
Bin ich, wie gesagt, von unserem Domfahrer, vom Stephansdom, ja, also sehr enttäuscht, weil ich eigentlich seit 2016 versuche, mit ihm wegen einem Foto in Kontakt zu treten, also dass er aufruft mit einem Foto, kostet ihn nichts, außer rein zu lächeln, ja, und dieser Domfahrer kann und will, also ich meine, er will nicht, er meint, man kann nicht alle Vereine unterstützen, bitte, es geht ja nur um ein Foto und dass er sagt, er ist für die Plastikreduktion, nicht? Weil zum Beispiel sein Chef, der Papst, ja, hat ja das Laudato Si herausgegeben und genau da spricht er das an, nicht? Und da muss man doch aktiv werden und es müssten alle Pfarrer aktiv werden, nicht nur predigen, sondern handeln und in die Gemeinde Aktionen setzen, um aktiv den Leuten Lösungen zu zeigen, Kinder, verschiedene Leute, ja, weil genau dieses Thema ist so, dass das egal ist, ob das jetzt ein Ausländer ist oder ein Inländer, alt, jung, Kind, ja, das geht uns alle an, ja, und deswegen versuche ich auch immer bei Cleanups, wir machen ja Donauinsel-Cleanups, alle anzusprechen, ja, das ist ja egal, jeder Nation, jedes Alters, ja, es soll jeder mitmachen, ja, auch egal, welche Position, oben, unten, ja, alle sollen mitmachen, ja. Es geht um die allgemeine Verantwortung. Ja, ja, genau, ja. Die Kirche hat es aber heute noch nicht geschafft, seit Jahrtausenden selbst ihre eigenen Gebote, die sie aufgestellt haben, zu leben. Und ja, wer die, ja, Welt ja auch schon eine andere. Ja, 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 ja. Ne, warum er jetzt so viel Angst hat, ich kann es nicht sagen. Oder warum er sich so, vielleicht hat er keine Angst, und warum er sich so entscheidet, das weiß ich auch nicht. Naja, ich denke, irgendwie wird es an den finanziellen Mitteln sein, schätze ich einmal, weil wir keine haben und für ein Foto nicht bezahlen können. Also es wäre eine freiwillige Aktion, nicht? Bist du denn schon mal auf andere Kirchen zugegangen? Ob da vielleicht nein, bin ich noch nicht. Versuch das doch mal, ob alle so reagieren. Vielleicht hast du ja mal Glück, dass da doch vielleicht einer dabei ist. Na, es gibt da eine arge Schöpfungsverantwortung. Also das sind wirklich sehr gute Leute, die auch nachhaltige Themen ansprechen. Sind gläubige Menschen eben. Und also das ist wirklich eine sehr gute Gemeinde. Ja. Also die hat auch den Domfahrer schon aufgerufen, also nicht mehr diese Aluminiumkerzen zu verwenden, sondern Bienenwachskerzen. Das heißt, man würde sich um die Bienen kümmern. Ja. Und die steckt man ganz einfach dann in den Sand und dann gibt es überhaupt keinen Müll. Nicht. Plus man würde sich eben um die Bienen kümmern. Ne. Jetzt ist der Peacekeeper raus. Nicht Peacekeeper, Wolkenbruch heißt er. Ist er raus? Hab Presse wollte. Ja, vielleicht kommt er gleich nochmal rein. Da ist er. Dann holen wir jetzt nochmal runter, den Hab. Was schreibt er? Naja, wenn es ewig dauert, na, jetzt ist deine Zeit. Ja, manchmal braucht man Geduld hier auf Okitalk. Wir haben ja hier einen Sendegast. Und jetzt hast du deine Redezeit. Einen wunderschönen guten Abend, Hab Wolkenbruch. Ah, das war eher intern. Schönen guten Abend in die Runde. Also, ja, also ich finde das erstmal gut, dass du direkt die Politik angehst, weil viele schieben das Problem ja einzig und allein auf die Industrie, aber die sind ja auch nur getrieben, ne, sozusagen. Aber wenn Land Gesetze macht zum Beispiel, die das zwingend erforderlich machen, dass man auf Plastik verzichtet oder eine Alternative wählt, dann kann sich auch nur was ändern, denke ich. Ich weiß nicht, ich bin ja nicht von Anfang an dabei, aber wisst ihr denn auch schon, dass es eigentlich auch schon, soweit ich weiß, eine Plastikalternative gibt, also die dieselben Eigenschaften hat, aber die Substanz aber eben biologisch abbaubar ist, weil sie aus natürlichen Ressourcen hergestellt wird, wie Ei zum Beispiel. Das war, glaube ich, eine Wissenschaftlerin aus der Türkei, die das als erstes entdeckt hat. Das ist schon eine Weile her. Ja, ich habe da vorhin schon was gesagt. Der Upendo TV, der Alex König, hat ja den Hanfkongress, den Nutzhanfkongress gemacht.
Dein Mikrofon ist noch auf. Entschuldigung. Kein Problem. Ne? Und dort gibt es ja auch schon einen Plastikersatz. Und es gibt auch noch sicherlich anderes. Ich habe da mal einen Filipino kennengelernt und die hatten auch einen Plastikersatz. Jedoch bin ich nicht der tiefe Fachmann. Bei Hanf kann ich nur sagen, hört sich gut an, natürliche Pflanze und ist dann auch biologisch wieder abbaubar. Hast du denn da einen schönen Gedanken dazu? Naja, die Sache ist diese, ich meine, ich versuche da auch natürlich Lösungen zu finden, aber es ist leider noch nicht konkret, also ein Anbieter, der wirklich viel produzieren kann, nicht? Die Leute versuchen es, ja, aber es ist noch nicht faktisch massentauglich, ja, und die Sachen müssen ja immer für viele Leute verfügbar sein, ja. So ist es mir wie zum Beispiel gegangen um dieses Netz, was ich dir gebracht habe, ja. Das hat zum Beispiel 2 Jahre gedauert, bis das eingeführt wurde beim Rewe, ja. Weil, warum? Weiß ich nicht, warum das so lange gedauert hat, ja. Aber für mich hat es eben so lange gebraucht, bis ich zu den richtigen Personen gekommen bin, nämlich zu den oberen, wirklich Verantwortlichen, weil die trifft man ja nicht täglich, nicht? Und da muss man sich eben dann interessieren, was für Veranstaltungen haben die, ja, dass man da mit den Leuten zusammenkommt, hinaufkommt, nicht, dass man mit denen sprechen kann, so wie ich jetzt dir gegenüber sitze, ja, und dir das in die Hand gegeben habe, ja, weil jeder Mensch ist ein Mensch, ja, egal ob der jetzt da oben ist oder da unten, das ist egal, ja, es ist ja wichtig, dass man das selber in den Händen hat und selber, genau, deswegen. Um wieder darauf zurückgekommen, war es mir wichtig, dass jeder Politiker mit eigenen Augen diese Vermüllung sieht. Ja? Nicht, dass der Pressesprecher das sieht, nein, immer die Leute. Ne? Und dieses Baumwollnetz, ja? Also dieses jetzt Netz, was jetzt rausgegeben wurde von Rewe, das ist aus Zellulose, ne? Und bei 30 Grad waschbar. Ne? Und das wird uns dann diese ganzen Obstsackerl wegbringen, ne? Die brauchen wir gar nicht mehr. Und weitere Lösungen, ja, da gibt es zum Beispiel in Mödling gibt es biologisch abbaubare Hundesackerl, ja, weil das ist ein Wahnsinn, wie viele in Wien, die sind aus Polyethylen, ja. Die Leute schmeißen das auf der Donauinsel dann ins Wasser, ja, warum auch immer, bitte, dann lasse ich gleich den Hund in das Wasser reinmachen, ja. Oder die werfen das ins Gebüsch, ganz schwierig rauszubekommen, ja. Und wurde auch gesagt, dass das nicht möglich ist finanziell, dass man da umsteigt, weil das Sackerl zu teuer wäre, das biologisch abbaubare Sackerl. Ne? Also ich weiß immer nicht, warum man sowas sagt, weil es wird ja nie, wie gesagt, um wieder darauf zurückzukommen, einberechnet, wie viel das eigentlich kosten würde, wenn man da so viele Leute einstellen würde und nicht nur freiwillige Leute die das dann sammeln, nicht? Weil, wie gesagt, wir finden da leider noch immer genug, obwohl die Müllabfuhr, die M48, doch eigentlich täglich fährt, finden wir dann trotz allem noch immer recht viel Müll im Wasser und in den Wäldern von der Donauinsel. Ja, jetzt möchte ich mal kurz, jetzt klingelt es bei mir, sowas gibt's auch. Das ist ja wieder weg. Der Harp-Wolkenbruch. Er hat hier geschrieben, Kunststoffe bestehen aus teurem Erdöl. Ein 16-jähriger Schüler aus der Türkei hat nun eine Alternative präsentiert. Bioplastik aus Bananenschalen. Ja, er hat einen Link dabei. Nicht. Er hat einen Link dabei, den ich ja versucht, die ganze Zeit aufzumachen. Okay. Aber da kommt nur ewige Werbung und ich komme noch nicht mal dahin. Da musst du da oben klicken. Ja, da klicke ich jetzt nochmal weg. Okay. Nein, das will ich alles gar nicht. Dieses doofe da Internet. Oben, da kann ich jetzt mal klicken. Aha. Auch, dann kommt dann diese Meldung. Ach so. Ne? Und man kommt nicht zum Artikel hin, das ist richtig schade. Ja, ich komme da nicht hin, ich kann da nichts machen, und dann will er anti-blockiert, Seite aktualisieren, ich klicke noch einmal drauf und bringt nichts, diese Seite. Vielleicht kannst du, lieber Hab Wolkenbruch, diesen Artikel schön verfassen auf OkiTalk zu der heutigen Sendung unter der Rubrik Artikel, dass wir da die Information haben, denn das, denke ich, passt ja auch sehr gut dazu.
Und nicht hier schreiben. Bitte geh auf OkiTalk, Artikel und mach eine Kommentarfunktion. Dann haben wir das doch alle richtig schön drin. Dafür sind wir doch eigenständig bei OkiTalk. Dafür ist ja das OkiTalk da. Ich kann ja auch nicht alles tun. Das ist mal neu mit den Bananenschalen, habe ich noch nie gehört. Ja, ich schaue auf die Uhr und wir haben es mittlerweile 21.32 Uhr. Und wir machen jetzt nochmal den zweiten Musiksong rein. Ja, und dann gehen wir noch langsam ins letzte Drittel und ich freue mich noch auf Feedbacks, auf eure Meinung und ja, wie ihr es auch gefunden habt. Habt ihr Lösungsansätze? Es sollte nochmal um Lösungen gehen. Wir sind ja jetzt schon angefangen mit Lösungen und bin gespannt, wo die letzte halbe Stunde dann dahin geht. Und auf dem Plattenteller haben wir jetzt, ich schaue, das ist die Berge. Berge oder was möchtest du haben? Berge. Berge, nimm mal die Berge. Mein Lied, Musik ab, bis gleich. Ja, und jetzt sind wir wieder zurück hier bei Plastic Planet Austria. Stella Wittmann ist bei mir und jetzt wollen wir mal auf Lösungen gehen. Liebe Stella, was fällt denn dir so für Lösungsansätze an? Du hast ein wichtiges, eigentlich auch schweres Thema für manchen, jedoch ein aus dem gesunden Hausverstand entstandenes Thema, wo wir auch hinschauen dürfen. Es gibt Lösungsansätze. Was hast du denn jetzt für dich als Lösung? Für mich ist ja schon ein Lösungsansatz, dass du einen Verein gegründet hast und schon mal in die Aktion gehst. Was würdest du dir denn als Lösungsansätze, Vorschläge, du uns bekannt geben wollen von deiner Seite aus? Naja, die Sache ist die, dass wir uns alle, die Vereine, was wir bestehen, halt eben mehr vernetzen müssen. Ne? Und wie du gesagt hast, wir sollen nicht so, also einen Wettbewerb haben, sondern mehr zusammenarbeiten, nicht? Dass wir uns faktisch gemeinsam gegen die Plastikindustrie und diese Plastiklobby eigentlich vereinen, nicht? Und dass wir auch eben mehr gemeinsam mehr fordern, ja, und dass sich die Leute auch trauen zu schreiben und aktiv zu sein, anzurufen, ja. Also wenn einem ein Produkt nicht gefällt, da steht hinten immer drauf, wo das produziert wird. Da gibt's auch Telefonnummern drauf, ja, dann ruft man den Kundendienst an, ja. Das war bei mir bei Müller so, nicht? Da hat mich der Kundendienst dreimal rausgeworfen, nicht? Und ich habe gesagt, entschuldigen Sie, Sie können mir doch nicht auflegen, ja? Und was ist gewesen? Der Müller hat dann, also nach kurzer Zeit hat er dann für die Sackerl 5 Cent verlangt, ne? Also das heißt, desto mehr Kunden das machen, desto mehr geht das diesen ganzen Supermärkten und den Konzernen auf die Nerven und dann werden sie was verändern. Aber wenn die Leute immer nur sagen, ja, man kann nichts tun, was willst du erreichen? Also ich habe so oft gehört, wie die Leute zu mir gesagt haben, was glaubst du, was du erreichen wirst, ja? Also ich meine, natürlich dauert das jetzt schon lange nicht, weil das sind ja jetzt schon, also seit 2012, ja, doch 7 Jahre, nicht? Aber es hat sich schon etwas bewegt, nicht? Und ich hoffe, das wird jetzt schneller voranschreiten, weil es ja wirklich jetzt wirklich Massen schon erreicht hat, ja? Und eben durch das Internet geht ja das nicht nur also lokal in Österreich, ja, sondern wie gesagt über andere Kontinente, ne? Wir sind da eben vernetzt nach Indien, ja? In Indien zum Beispiel gibt es den Afroz Shah, der hat 3 Jahre einen Strand in Mumbai gesäubert, ja, und hat jetzt erste Erfolge, dass nach 20 Jahren wieder Schildkröten brüten kommen, ja, das hat es seit 20 Jahren nicht mehr gegeben, also es gibt dann Erfolge, ja, und man muss halt eben durchhalten, ja, also durchhalten muss man schon, ja, dann Durchhaltevermögen muss man da haben und man muss überzeugt sein, dass man das Richtige tut, ja. Hast du noch mehr Lösungsansätze? Also praktische Beispiele sind halt, gibt es zahlreiche Beispiele, wie zum Beispiel Bienenwachstücher, ja. Da haben wir vor kurzem bei einem Event gehabt, die große Krise mit dem kleinen Plastik, ja, war von Bier & Co., ja. Dann gibt es Bambusgeschirr, ja, oder Stainless Steel Geschirr, ja. Dann sehe ich auch im Instagram, machen viele Jugendlichen sich Zahnpasta selber, ja.
Bambuszahnbürsten, Papiertrinkhalme. Ich habe auch gehört, die Bananenblätter werden viel genommen, auch um schnell irgendwo was zu verpacken. Ja, na, das ist ja in Asien sehr der Fall, auch in Reisblätter, ja, alles Mögliche nicht. Also in Mexiko verwendet man auch vom Mais, da kochen sie in den Maisblättern Polenta. Ich glaube, das heißt Tamale oder so, ja. Also das hat es ganz einfach immer schon gegeben, ja. Die hatten ganz einfach natürliche Verpackungen, ja. Das kann es ja bei uns auch geben, nicht? Man muss nur auf das zurückgreifen, wie hast du vor dem Plastik gelebt, ja. Weil das Plastik gibt es ja eigentlich erst seit die 50er Jahre, ja. Also das ist ja gar nicht so lang her, ja. Und heutzutage sagen die Leute, es geht nicht mehr, es ist nicht möglich. Aber warum soll es nicht möglich sein, wenn die Menschen 2000 Jahre überlebt haben ohne das Plastik, ja? Warum muss es jetzt, weil wir das jetzt seit 50 Jahren haben, ja, jetzt ist es nicht mehr möglich. Das stimmt doch nicht, das ist gar nicht wahr. Sondern wenn man dir einredet, und das macht die Industrie, wie auch bei den Kosmetikern, nicht, dann glauben es die Menschen nach gewisser Zeit nicht. Weil zum Beispiel, es war so, also ich bin ja noch nicht so alt, ja, aber bei mir in der Jugend hat es angefangen, ja, dass man sich eben die Haare rasieren muss, nicht? Das hat man ja eigentlich früher nicht gemacht. Dann hat es geheißen, es ist grausig, nicht? Weil die Amerikaner haben ja das schon früher gemacht. So, jetzt musst du dir mal die Füße rasieren, ja? Da musst du einen Einwegrasierer verwenden. Dann schabst du dir jeden Tag die Haut darunter, ja? Dann brauchst du wieder eine Creme, ja? Die Creme ist wieder aus Plastik. Dann schmierst du dir da die Creme drauf, ja? Dann brauchst du wieder ein Duschgel, ja? Weil wieder aus Plastik, ne? Und so zieht eines ins andere. Ja. Hat man nur eine normale Seife, sage ich immer wieder, ja, erspart man sich zum Beispiel, weil die meisten Leute verbrauchen eine flüssige Seife in einem Monat. Ja. Und ich habe eine Seife für den Körper und für alles. Ja. Also, das heißt, ich spare mir im Jahr 24 Plastikflaschen und auch Geld, ja, weil ich brauche nämlich nur eine Seife, wenn es eine gute Seife ist, ja. Ich habe das einmal getestet, ich habe mir das zu Weihnachten aufgelegt, eine gute Schlammseife aus Ungarn, ja. Und ich habe es wirklich nicht glauben können, aber die Seife habe ich ein Jahr verwendet, ja. Das heißt, ich habe 6 Euro gehabt und die anderen wären 24 Euro gewesen, ja. Also man erspart sich dann nicht nur eben das Plastik, sondern auch Geld, tatsächlich wirklich Geld, ne. Und die Industrie redet einen ein, also es geht nicht. Ohne dem, das ist ja ein Blödsinn, ne? Ja, sie wollen ja ihr Geschäft weitermachen, deswegen ist die Philosophie und die Psychologie von solchen Unternehmen für mich nachvollziehbar, warum sie das nicht wollen. Jedoch kurz gedacht, denn der Schuss geht nach hinten los, er ist schon nach hinten losgegangen, wenn man in die Welt schaut, die Verschmutzungen und das Ganze. Ich habe heute auch Handfang gesprochen. Das wäre auch, denke ich, eine gute Lösung, da mehr hinzuarbeiten. Gänzlich auf Naturprodukte, die umsetzbar sind für unsere plastikfreie Welt, denke ich. Ich glaube, das kannst du sicher bestätigen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Deswegen arbeiten wir auch immer mit dem, also nicht immer, aber häufig mit dem Verein Hanfkollektiv zusammen, weil die eben auch das vertreten, dass eben diese Naturprodukte also verstärkt also in Umlauf sind, nicht? Also ich habe zum Beispiel auch einen Hanfrucksack, ja, da schwitzt man dann auch nicht so, ne? Und wenn es passiert zum Beispiel, dass so ein Rucksack irgendwo ins Wasser fallen würde, macht es nichts, ja, weil es aus Hanf ist. Ja. Das kann dann von den Fischen gegessen werden und da ist dann, das wird nicht zu Mikroplastik, sondern das ist eine Naturfaser. Ne? Und deswegen ist es wirklich wichtig, dass man so viel natürliche Produkte wie möglich verwendet. Ja, und dann natürlich auch, so denke ich, wir wollen weiter auf Lösungen gehen. Lösungen heißt auch, ja, was möchtest du? Na, der Ivo Lerner reden, ne? Auch. Nein, das ist mein Player, der noch nicht. Ja, ach so. Das ist mein Player. Dann ist natürlich auch die Aufklärung ein wichtiger Lösungsansatz, so sage ich mal. Das heißt, Aufklärung, das heißt die Medien, dass sie mehr darüber Transparenz machen. Politiker, öffentlicher, meine ich, darüber reden. Das ist, finde ich, eine Lösung. Mhm. Das ist wichtig. Das geht ja auch um das zu erkennen. Wenn du selbst sagst, ja, wir können ja nichts tun, ja, ist es ja falsch.
Ne? Und da, finde ich, ist ein Lösungsansatz auch drin zu sehen, oder nicht? Ja, findest du nicht, dass Politik oder die Zeitung mehr über das Thema Plastik schreiben soll? Ja, also da muss ich ehrlich gesagt einmal die Kronenzeitung loben. Die haben jetzt wirklich eine wichtige Serie gemacht, ja, wo eigentlich fast täglich ein Plastikbericht drinnen war. Super. Wirklich toll, ja, weil das ist nämlich, sind die Massenmedien, nicht? Und das ist ja wichtig, dass die Massen aufgeklärt werden. Wir haben nichts davon, wenn eine Elite, ja, eine kleine Elite aufgeklärt ist, ja, eine gebildete Elite, und dann die Bürger das nicht wissen, nicht? Weil es soll ja jeder Bescheid wissen. Ne? Daher finde ich, sollten die Öffentlich-Rechtlichen auch am 20 Uhr oder nach den Nachrichten oder wie auch immer auch so ein Talk mal öffentlich machen. Ich glaube, das könnte ein guter Weg sein, eine gute Lösung der Aufklärung bewusst werden. Ja, ja. Das meine ich damit. Ach so, klar. Sonst mal schauen wir, ob wir die anderen guten Zuhörer, unsere Mitredner noch ein paar Lösungen vielleicht haben. Wir, ich denke mir, es gibt sicher noch mehr Lösungen. Geben wir aber nochmal das Wort in die Runde und dann auch, wie hat es euch gefallen, dass wir so eine Art Abschlussrunde machen auch. Und ja, wieder flackert schon der Armin. Armin, ja, dein Mikrofon, bitte. Ja, ich finde es ja die Sendung sehr, sehr wichtig, auch um das in die Köpfe der Menschen zu bringen. Ich möchte allerdings anregen, dass es immer besser ist, für was Neues zu arbeiten, als gegen irgendeine Lobby. Weil rein energetisch ist es so, dass für was Neues immer stärker ist wie gegen irgendwas. Und das soll man immer dabei bedenken. Ich sehe das oftmals, auch bei allen möglichen Themen, die gerade so in der Welt rumschwirren, da reden die Menschen immer von dem, was sie nicht wollen, und vergessen ganz die Ansage an das Universum zu geben, was sie wollen. Und denk mal, wenn alle hier das bisschen berücksichtigen würden, dann sähe die Welt schon anders aus. Die Massen aufklären, ich denke, das ist ein löbliches Ziel. Allerdings denke ich, dass das unter Umständen sehr, sehr zäh ist. Weil wir sehen es ja jetzt, wie langsam die Menschen aufwachen. Das ist gerade für die Leute ist es besonders herausfordernd, die schon ein bisschen länger hier auf dem Aufwachtrip sind. Für die ist es ganz besonders tragisch, dass die alle so tief schlafen. Ich sehe das teilweise hier bei uns sogar innerhalb unseres Vereinshauses, wie erklärungsresistent und eingefahren die Leute sind und da immer so weitermachen. Also nur Beispiel, meine Frau, die zieht zum Glück mit oder hat selber die Erkenntnis gewonnen, bei uns gibt es keine Plastik-Duschgels und Zeug, sondern wir machen das mit Kernseife. Und Kernseife ist echt wunderbar, die gibt es ja auch mit verschiedenen Geruchsrichtungen. Und es gibt wirklich wunderbare Produkte, die sind zwar ein bisschen teurer, aber letztendlich sparst du dir einen Haufen Geld, wenn du das einmal ausgibst, weil das hält ewig das Zeug. Und es geht nur über das Bewusstsein und über die Eigenverantwortung von denjenigen Menschen, dass die einfach erkennen, was sie hier da tun, vor allem was sie sich ja selber antun. Die Haut ist das größte Organ und wenn ich mir da diesen ganzen Mist immer drauf schmier, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn ich alle möglichen Zipperlein bekomme und Ausschläge und noch schlimmer. Sind meine Worte zum Abschluss. Ich finde es ganz, ganz klasse. Mach weiter so und danke für die Sendung. Ja, ich höre gerade schon bei uns, das sind super tolle Sachen, erstmal für etwas zu sein sowieso, nicht gegen etwas demonstrieren, für etwas. Das ist schon mal ganz wichtig. Bei den Seifen kommen jetzt viele an und sagen, dann rieche ich ja gar nicht mehr so gut und es ist bei den Leuten einfach noch nicht im Bewusstsein angekommen, so sage ich mal. So kam es jetzt von unserer Seite hier raus und ganz unrecht ist da nicht, wir wissen gar nicht mehr, wie es ein natürlicher Mensch, wie er riecht. Oder der andere wird sagen, er stinkt. Aber was ist denn wir? Das, was wir essen, sind auch wir. Und wir geben Gerüche ab. Und wenn wir uns anständig waschen, dann sind wir auch in einen neutralen Geruch herein. Wir sind überparfümiert und wir wissen überhaupt nicht mehr, wie eine Erdbeere schmeckt, was wir wirklich riechen. Genau. Wir sind wirklich entfernt worden von dem. Armin, du hast gute Vorschläge gegeben. Und da müssten wir nur noch diese Worte dazu sagen, oder? Hast du da noch was zu sagen, Stella?
Soweit? Alles da? Ja, gut, dann gehen wir weiter, direkt weiter rüber. Armin, dir die Sendung hat dir gefallen, hast du gesagt. Danke dir für dein Einbringen deiner Stimme heute hier auf OkiTalk. Und dann gehen wir mal zum Jenne rüber. Jenne, bist du am Mikrofon? Ich möchte mich auch bei Stella bedanken für die tolle Arbeit, die sie macht. Und einfach mal Danke sagen, dass du bist, Stella. Und mach weiter so. Und zusammen, wo wir da jetzt also immer mehr das so nach außen hintragen können, wo wir uns dann darüber austauschen können und das wirkliche Bild da dann auch, also so ja auch aufdecken können, ist auch der erste Schritt zum Wandel. Und ja, wie gesagt, zu den ganzen anderen Themen kommen wir immer wieder zu demselben hin, dass wir zu uns selber endlich finden sollen und ja, und das alles endlich erkennen und so aus diesem Hamsterrad raustreten mit dem, wer wir sind und was wir machen. Vielleicht mal eben zum Spiegel gehen, sich in die Augen gucken und sich mal selber fragen, wer bin ich überhaupt und was mache ich hier überhaupt? Und ja, da dürfen wir jeder jetzt so langsam mit anfangen. Und die Sendung natürlich super toll, wie alle tollen Sendungen auf OkiTalk. Klaus, danke dir auch nochmal wieder, ne, für das wunderschöne Portal, was der Offenbarung und der Erkenntnis auch so gegeben ist. Und Dankeschön. Danke dir, deine Blumen. Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt heute wirklich positiv überrascht und berührt, ja, dass eigentlich, also dass ich da eine Anerkennung bekomme, die ich eigentlich in meinem Leben so nicht so besonders bekomme, weil das eigentlich immer nur in eine Richtung geht. Und also ich das ja wirklich lang mache. Und bis jetzt immer nur gekommen ist, na, was soll das bringen, na, und so. Und jetzt da eigentlich von eigentlich vollkommen fremden Personen, ja, da eigentlich so gelobt werden, nicht? Weil bis jetzt ist ja eigentlich von all der Arbeit, was ich gemacht habe, eigentlich ganz, ganz wenig zurückgekommen, ne? Ja, es sind Menschen unterwegs, die auch hinschauen. Und wir wollen ja auch ein bisschen mehr hinschauen, Bewusstsein schaffen. Es hat auch was vielleicht mit unseren Zuhörern, unser Publikum zu tun. Ja, möglich. Ja, natürlich gibt es auch die immer, die mit dem Finger zeigen. Haben wir ja heute ganz kurz angesprochen. Ja. Das Thema mit dem Standard zum Beispiel. Das sind einfach Dinge, die Menschen sind so oder so. Und wir versuchen natürlich wirklich hinzuschauen, anzusprechen, das ernsthaft. Und wir laden auch gerne die Gegner bei uns ein, aber sie kommen einfach nicht. Sie trauen sich nicht. Ich hoffe, sie werden mal eines Tages kommen und aufrichtig mit Argumenten und aufrichtigen Gesprächen auch dann ihre Argumente hereinbringen. Wenn sie sich nicht wegbewegen von ihren Argumenten, dann sage ich ganz einfach, ja, das liegt daran, weil wir in einem Geschäft sind, einem Kapitalismus sind und der Lobbyismus dementsprechend dich zu dieser Entscheidung führt. Jedoch die Nebenwirkungen sollte man auch betrachten, was natürliche Kreisläufe bedeuten und fernab von dem, was wir Menschen heute tun und leben. Ich glaube, das versteht jeder, denke ich schon. Der Roman ist noch da. Oder magst du noch was dazu? Gut, danke. Lass mal einfach mal so stehen. Und der Armin möchte noch mal was. Armin, bitte. Ja, nur noch ganz kurz möchte ich was sagen. Ich kann das natürlich sehr, sehr gut verstehen, dass du dich teilweise ja auf verlorenem Posten fühlst. Doch wer kämpft, kann verlieren. Und wer nichts macht, der hat schon verloren. Das nochmal so. Ich kenne das selber, dieses Dilemma. Ja, ist ein guter Spruch, den ich noch nicht gehört habe. Ja? Den darf man mal sacken lassen und nochmal drüber nachdenken. Ja, danke dir, Armin. Und jetzt gehen wir, danke nochmal, Jenne. Und jetzt gehen wir zum Roman Reuter von CryptoTV. Dein Mikrofon. Mir klingt noch das letzte Lied so in den Ohren, was abgespielt habt, weil da ging es ja um die Aktivisten, die sich einfach für die Umwelt, für die Menschenrechte und so weiter und so fort einsetzen, ja. Und da möchte ich schon ein bisschen auch den Aktivisten, die schon bestehen, ein bisschen auch ins Gewissen reden, so wie beim World Cleanup Day und solche Sachen, fällt mir schon oft auf, dass die auch nur da sind, wenn solche Sachen irgendwo festgelegt werden, ja.
das einfach mal so zu machen, ohne dass man da einen Medienrummel rundherum dann hat, das ist der echte Aktivismus. Die meisten Aktivisten, kommen mal vor, das sind Menschen, die wollen eher sich mehr profilieren, als wie was wirklich zu tun. Das möchte ich echt einmal ansprechen, ohne zu mit dem Fingerzeig natürlich zu schlagen. Wir haben auch über diese alternativen Lösungen oft gesprochen und da sind auch andere Beispiele gefallen, wie außer Nutzhanf. Da möchte ich vielleicht auch noch was sagen. Manchmal kommt es so vor, dass manche alternative Lösungen von Nutzhanf ablenken sollen. Da gibt es so Lösungen auch, wo man Blätter presst zu Tellern und so weiter und so fort. Ja. Aber die meisten wollen einfach nur von Hanf ablenken. Und das ist auch eine Gefahr, die ich erkenne, die was nicht zu knapp ist, finde ich. Und ja, so Sender wie der Klaus, auch wie ich das mal damals noch beim Kabel- und Satellitenfernsehen gemacht haben, die sind wichtig, dass die Menschen das erfahren. Da hast du zum Beispiel auch die Kronenzeitung angesprochen, so hat dich gewundert oder hat dich gefreut, dass die da mal so einen Bericht gebracht haben. Nur, klar, es ist gut, dass dann Menschen dann Berichte mal lesen, die nicht auf solche Sender kommen wie hier. Aber das sind nur Bemühungen dieser Zeitungen, weil sie wissen, dass sie verloren haben. Und damit wollen sie wieder ein bisschen reinwaschen. Wobei in Hinterstübchen bei denen auch dasselbe Spiel weiterläuft und immer weiterlaufen wird. Standard, Kronenzeitung, hast du noch nicht gesehen, welche Zeitungen oder Sender auch immer, ja. Solange die Kronenzeitung zum Beispiel meinen Namen nicht reinwascht, sehe ich bei solchen großen Magazinen keine Existenzberechtigung mehr. Weil so eine Kronenzeitung, so sehr sie sich jetzt für die Plastikthema eingesetzt hat, hat die Kronenzeitung es geschafft, mich vom Kabel- und Satellitenfernsehen zu werfen. Und ich war derjenige, der an Klaus seine Sendungen und von anderen alternativen Sendern über das Satellitennetz ausgestreut habe, 4, 5 Jahre lang. Und dann hat Kronenzeitung gesagt, was habt ihr da für Nazi-Neichensender? Also nur mal so viel dazu, dass man halt solche Ereignisse, wenn man was Positives in den Zeitungen liest, das nicht überbewertet. Aber dir, liebe Stella, dir gebührt so allergrößten Lob. Und bin froh, dass du heute eine Gruppe auch gefunden hast, ein Umfeld, wo du dich auf diesen Energien einmal aufgesetzt fühlst, weil das ladet dich auf. Und ich würde mich freuen, wenn für neue Projekte und so Sachen wir dich wieder mal hören würden. Ja, also man kann mich kontaktieren eben über Facebook, Stella Witt. Da bin ich eigentlich am meisten aktiv, weil die anderen Medien, muss ich ehrlich sagen, dadurch ich eben nicht so viele Leute habe, die dabei sind, sind mir dann die ganzen Medien natürlich als Mensch auch dann zu viel. Das heißt, der beste Kontakt ist eigentlich über Facebook, Stella Witt, weil ich mit den E-Mails schon nicht mehr zurechtkomme und mir das zu viel ist, ja. Kann ich verstehen. Und dann könnt ihr über OkieTalk natürlich auch Kontakt aufnehmen und dann werde ich dich auch informieren, wenn es darum geht. Okay, office@okietalk.com, Kontaktformular mal nutzen. Ah, okay. Und ich würde mich auch freuen, wenn du öfters mal immer wieder ein Update gibst, ne, weil es ist ein wichtiges Thema, was man immer wieder auffrischen sollte für die Menschen. Und da sollte man zumindest versuchen, einmal im Monat sich einfach zu präsentieren, sage ich immer Minimum, wenn es auch nur alle 3 Monate ist. Wichtig ist, es kommt eine gewisse Regelmäßigkeit, dass die Menschen auch hier hören, da passiert was und wir sind nicht alleine und ich kann nichts tun, lasse ich nicht gelten. Danke dir, Roman, erstmal auch dafür. Stella, jetzt stell dir mal vor, das ganze Plastikproblem ist endlich gelöst auf der Welt. Was machst denn du dann? Wie geht's mit dir im Leben weiter? Naja, also ganz einfach. Also ich möchte mich erstens mal möchte ich mich nicht das ganze Leben mit dem befassen, ja, weil, ich meine, will da nicht mein ganzes Leben im Müll anderer herumwühlen, ja. Mir wäre es wichtig, dass ich eben, wie gesagt, also ich habe sehr gern Schmetterlinge, ja, ich habe auch einen Garten, ja, also ich versuche halt eben die Artenvielfalt so gut wie möglich zu erhalten, ja, und du mich da sehr erkundigen, ne, weil ich bin ja auch keine Biologin, ne, und habe aber durch diesen Garten sehr viel gelernt, was alles möglich ist. Also ich würde mich eher der Natur und
ja, eigentlich auch dem Sport widmen, weil man wird ja auch nicht jünger und man soll ja nicht als alter Fetzen enden. Hast du schön gesagt. Aber du hast danach noch einiges so für dich schon parat. Ich hoffe, dass die Zeit möglichst schnell kommt, weil das Thema ist so dringend, dass wir das lösen dürfen. So meine ich. Du hast dich wohlgefühlt, denke ich. So glaube ich zumindest. Ja. Und ich hoffe, dass wir dann bald wieder mal was von dir hören. Wir bleiben in Kontakt auf Ja, jeden Fall. und ich danke, dass du mich eingeladen hast, Gerne, ja. gerne. Dafür sind wir da. War für mich auch sehr lehrreich, ja. Wunderbar. Und dann hoffe ich dann, dass wir bald wieder einen Termin machen. Wir machen das jetzt erstmal sacken, hoch dir die Sendung mal an und dann weißt du ja, das Telefon steht frei und wir sind eine Kommunikationsplattform und Super, dann ja. freue ich Danke, mich gell. auch. Dann würde ich sagen, spielen wir den letzten Song ein. Morgen geht es natürlich weiter hier im Programm. Ich schaue mal kurz, ob ich denn da bin am Freitag. Da heißt es, der Hendrik kommt. Klimawandel, auch ein ganz wichtiges Thema. Klimawandel aus Sicht des, wie heißt das, Katastrophismus. Ja. Klimawandel, was passiert wirklich? Morgen hier ab 20 Uhr auf Okitalk, da gibt es einen ganz, ganz guten, großen Text dazu, den ich noch nicht jetzt wirklich gelesen habe, vielleicht mal kurz überflogen habe. Und ich freue mich morgen auf die Sendung mit Hendrik und schaut in den Sendeplan. Am Samstag war das, genau, da haben wir Tag der offenen Tür von Leopold Bichler und Sieglinde. Und da haben wir auch ein wunderbares Programm. Da starten wir schon um 10 Uhr bis circa 21 Uhr bin ich vor Ort. Das ist eine Live-Veranstaltung, wo ich vor Ort direkt verschiedene Vorträge mache und möglicherweise auch immer wieder mal ein paar Interviewpartner finde. Und da könnt ihr auch mitreden. Bleibt an den Boxen, schaut in den Sendeplan. Und diese Sendung heute Abend ist ja aufgezeichnet, geht ins Archiv unter der Rubrik Sendungen. Da kommt dann der Button Archiv, gibt euer Jahr und den Monat ein. Und dann steht die Stella direkt unten mit Datum dabei unter die Artikel. Dementsprechend dürft ihr dementsprechend auch dokumentieren. Und da freut sich die Stella sicherlich auch sehr. Es ist ein wichtiges Thema, was wir heute behandelt haben. Und morgen, sehe ich, geht es hier auch direkt weiter. Ganz liebes Dankeschön an alle, die ein Danke haben wollen. So sage ich. Und der letzte Song, da haben wir, wie heißt das da? Opus, ach Opus, habe ich ja letztes Jahr noch live gesehen, hier in Tulln waren sie, Also. war ich sogar da und sie kennen mich eh schon und ich hoffe, dass Opus auch mal wieder hier auf erstmals offiziell auf OKTalk mal kommen. Eingeladen sind sie und kennen tun sie uns auch und da heißt es, wie heißt das Lied? Highway Don't. Ja, danke, dass du es für mich übernimmst. Ja, ich kann es nicht aussprechen. Ich habe da immer wieder Probleme. Wenn es ein deutscher Song ist, dann geht es besser. Aber ich habe da manchmal auch mal Probleme. Darf man haben? Nobody is perfect und perfekt gibt es sowieso nicht. Es kann nur gut sein, sehr gut sein, aber nicht perfekt, weil im Auge des Betrachters steht es. In dem Sinne, liebe Leute, gleich noch Lust auf Nachtalk. Herzlich willkommen und einen schönen Abend euch. Teilt die Sendung, verteilt sie und habt viel Freude dabei. Tschüss, einen schönen Abend. Lasst es euch gut gehen. Ciao, ciao. Ah, habe ich wieder einen Fehler gemacht? Na klar, oder? Ja, klar. Das ist ja live. So, liebe Zuhörer, doch Musik ab. Ciao.